Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast. Herzlich willkommen. Wow. Wow. Hallo Köln. Hamburg. Ach nein. Hannover heute. Hannover. Hallo Fürstenfeldbruck. Ah, hallo. Hallo Bielefeld. Bürgerhaus Garching. Ja, Eidelstädter Bürgerhaus. Ah, hallo. Hallo. Wir sind eure kleinen Künstler vom Dienst. Ja. Wir haben uns auf den Weg gemacht von, wo kommen wir her? Mönchengladbach. Düsseldorf. Genau, wir sind Düsseldorf-Typen. Das Potsdam ist noch besser, oder? Als Berliner Potsdam. Kommt man aus Potsdam. Riesa. Ja, Riesa auch gut. Ich komme aus Riesa. Schön. Und nach Berlin, heute mal große Show. Eigentlich immer, ne, und heute so. Ne? Ja, ich kann nicht sächseln, deswegen kann ich nicht darauf antworten. Was, aber du kannst auch andere Dialekte. Ich kann nur Rheinisch. Na los. Kölsch? Ja. Oh, warte, ich bin ja nicht so gut wie du. Du animierst. Ja. Na so, ne, läuft schon. Die närrische Zeit, natürlich, man muss auch immer diese Besowski-Stimme haben. Die närrische Zeit hier in Köln ist natürlich immer ganz besonders. Wir freuen uns auch, dass die ausländischen Mitbürger hier zum Karneval anwesend sind. Aber dann gleich sagen, nicht daneben benehmen. Nein, also, nein. Anständig, aber kommt, die von draußen sind das Problem. Jetzt kommt, ne? Ja, und schön ist er angelaufen. Ich war einmal in Koblenz am Rhein. Mein Bruder hat gesagt, das ist scheiße, lass es sein. Und das noch dreimal wiederholt und schon ist der Arm rum. Genau, und man muss Baerbock heißen, kriegt dann sogar einen Orden dafür. Richtig. Da muss man aber noch sagen, dass man sich eigentlich gerne als Leopard verkleidet hätte, aber das Kostüm mit einem Tigerkostüm verwechselt hat und deswegen doch in Zivil gekommen. Ja. Aber Agnes Strack-Zimmermann sah immer oder scheiße aus wie immer. Aber die Haare nach oben fand ich geil. Also mich hat es ein bisschen angemacht. Also dieser Vampir-Look, ich fand es schon. Ja, du hast eine Tendenz zu BDSM. Ich habe vor allem eine Strack. Schmutzigem Sex. Ja, ich habe eine Strack-Zimmermann-Geilheit. Ich auch. Ja? Wollen wir uns setzen, ja, komm, wir setzen. Darling? Ja. Ich muss euch sagen, die ihr nicht da wart letztes Mal, Florian hat heute ein Versprechen eingelöst. Ja. Er trägt nämlich keinen Anzug. Kein Anzug. Kein Anzug. Einfach in Zivil. Und ich natürlich trage so wie immer auch keinen Anzug. Nee, aber du hast ein Hemd angezogen. Ja, ein Hemd mit Wix-T-Shirt drunter. Also das ist, aber sieht man die Sabberflecken eigentlich drauf? Ja, ein bisschen schon, ja, ja. Weil ich bin abends vom Fernseher mal und es war so eine Sabberspur drauf. Ich habe so einen Volker Pispers Gedächtnispullover angezogen. Oh, Volker Pispers ist ja wahnsinnig beliebt im Internet. Unglaublich. Er wird immer zitiert. Ja. Ne? Rauf und runter, wirklich. Also ja. Es gibt Menschen, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Volker Pispers gucken. Und ich dachte, ich ziehe so ein Volker Pispers Gedächtnis. Mir wäre das zu warm. Ja? Nee, ich habe es wegen des Styles angezogen und weil es ein bisschen Mickey Beißenherz Charme. Oh, bitte sag diesen Namen nicht direkt am Anfang. Da wollte ich gerne ein bisschen vom Fame profitieren. Ja, und deswegen habe ich mich so gekleidet. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Sehr, du bist wahnsinnig schlank, unglaublich. Das ist das macht mich ein bisschen neidisch. Aber du hast abgenommen. Ich habe abgenommen. Ja. 8 Kilo. Ernsthaft? Ja. Ich hätte 12 gesagt. Geht dir gut? Ja, es steht auf jeden Fall sehr gut. Du müsstest aber jetzt noch T-Shirts tragen, die das mehr betonen. Nein, ich will ja nicht angeben. Ich will ja bescheiden bleiben. Bescheiden dünn ist die neue Devise. Ich auch. Ich ziehe einfach einen Pullover an und dann der Rest spricht für sich selbst. Ja, ich habe nämlich eine Fastenkur gemacht. Das habe ich dir erzählt, ne? Ja. Ich war in einer Fastenklinik und das war sehr schön. Also, um es mit dem Karneval zu sagen, fast in der Klinik. Fastenabend. Erzähl, wie war's? Langweilig. Dachte ich mir. Was macht man da den ganzen Tag? Nichts. Man isst nichts, man trinkt ein bisschen oder viel, viel zu viel. Man lernt Leute aus allen Ländern, aller Herren Länder kennen. Alle gesellschaftlichen Schichten. Viele Araber. Ja. Viele Araber. Die fasten? Ramadan? Nö. Ich glaube, die haben das irgendwie verwechselt. Es waren auch Franzosen da. Ja, doch, die fasten auch. Und es ist so, es macht was aus, auf jeden Fall. Es macht was mit dir. Ja, es detoxt einen. Ja? Ist schön, ja. Also du hast nur getrunken, nichts mehr gegessen? Ich habe, das stimmt nicht ganz, ich habe auf 800 Kalorien gefastet. Also ich habe 16:8, das ist dieses Intervallfasten und ich habe nur 800 Kalorien am Tag gegessen. Aha. Wann hat man und kein Alkohol. Seit, weiß nicht, 8 Wochen, 9 Wochen. Ist mega. Ich zähle keine Kalorien. Wie viel nimmt man zu sich, wenn man auf 800 Kalorien... Du nimmst ab ohne Ende. Es geht rucki-zucki. Ja. Ja. Macht bedingt Spaß, weil du weißt, danach geht es wieder aufwärts. Ja.
In jeder Hinsicht. Aber ich bin noch in der Phase, wo es sich hält. Also ja? Ich habe auch angefangen, wieder viel Sport zu machen. Ja, also alles gut. Ich habe einen nüchternen Blick auf das Weltgeschehen und bin bereit, mit dir diesen Abend durchzustehen. Das klingt motiviert und auch begeistert. Begeistert, latent aggressiv auch, aber nicht wegen dir, sondern Hunger. Also ich, weil ich habe noch ein Fenster, oh nee, das ist schon vorbei. Also ich bin jetzt schon wieder im Fastenmodus. Aber du hast ja gerade noch einen Schnitzel hinten gegessen. Ja, weil das war ja noch vor dem Fastenmodus. Ach so, und jetzt ist wieder Fasten, wie lange? Bis morgen 12 Uhr. Okay, wann bist du am schlechtesten drauf? Zu welcher Tageszeit? Ganzen Tag. Ja. Diese Essensphase macht mich auch nicht mehr glücklich. Das ist, ich weiß, das geht vorbei und bin schon mit Gedanken wieder bei der Fastenphase und esse sehr missmütig. Also es ist so eine Bedarfsernährung, die ich habe. Das erinnert mich an die Phase, als ich jung war und keinen Sex hatte. Weil ich keinen hatte, habe ich permanent dran gedacht. Achso, ich dachte permanent gewichst oder sowas. Ja, das auch, aber das, was ist eigentlich das Äquivalent zu wichsen? Kaugummi kauen. Ah, darf man das? Ich denke schon, also jetzt nicht mehr. Jetzt wäre ja, jetzt gab ich gar nichts mehr. Jetzt Wasser. Bis morgen um 12. Wasser bis morgen 12. Hm. Okay. Wassertee. Ich stelle mir es am Vormittag am anstrengendsten vor. Nö. Aufs Frühstück kann ich easy verzichten. Ja? Ja. Worauf kannst du am schlechtesten verzichten? Abendessen und Saufen. Das tut richtig weh. Das werden wir dir heute wieder angewöhnen, mein Freund. Ja, weil das, also ich habe auch beschlossen, das ist, also antialkoholisch werde ich niemals in meinem Leben. Ja. Ich sterbe lieber ungesund, als dass ich gesund lebe. Absolut. Ja, sehr richtig. Sehr richtig. Und es tut so weh, es ist so, ich habe jetzt auch, das Problem ist, wir können ja offen sein, hört ja niemand zu. Es ist so frustrierend, diese antialkoholischen Getränke. Es gibt nichts, erstmal, du musst immer auf der Flucht vor Zucker sein. Ja. Weil überall ist Zucker drin, Fanta, Cola, Cola Light, auch Scheißdreck. Dann fängst du an, Gemüsesaft zu trinken und kommst dir wirklich vor wie so ein Kastrat. Ja. Und dann trinkst du Ayran, weil du denkst, ja komm, türkische Wurzeln. Das schmeckt auch nicht. Jetzt habe ich mal Apfelwein probiert, entalkoholisierten. Das schmeckt laff, wie eingeschlafene Füße. Und dann siehst du Leute, die so ein Bier trinken in der Kneipe, so ein frisch gezapftes, und denkst so, Und du wirst auch asozial. Du gehst nicht mehr essen aus Angst davor, dass du in Versuchung geraten könntest. Ja, so ist das bei Süchtigen. Aber nee, und parallel, übrigens muss ich erzählen, bin ich auch noch zu einem Suchttherapeuten gegangen. Tatsächlich? Ja. Erzähl, was hat der dir gesagt? Sie sind nicht süchtig. Weil du gerade nicht trinkst? Nö, der hat gesagt... Weil du aggressiv genug wirktest? Nee, der hat gesagt, sie sind zwanghaft. Sie denken, sie wären süchtig. Das ist ein geiler Arzt. Der ist selber Alkoholiker. Die Diagnose will ich auch. Ja, aber hast du keinen, denkst du da, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ne? Ich glaube, ganz viele Menschen leben in so einer Grauzone, in der sie nicht wissen, ist mein Alkoholkonsum riskant, bin ich schon süchtig, warum trinke ich eigentlich, wie viel trinke ich und kann ich das noch kontrollieren? Und ich war einmal in meinem Leben wirklich süchtig, da habe ich geraucht. Mhm. Und ich finde das ganz schlimm. Also ich finde, süchtig zu sein, von etwas abhängig zu sein, ist für mich eines der schlimmsten Gefühle, die es gibt. Ja. Und allein deswegen schon bin ich da sehr vorsichtig oder kontrolliere das. Manchmal eben zu viel, dass es fast zwanghaft wirkt und mein Lebensgenuss einfach eingeschränkt ist. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weil gerade in den letzten 2 Jahren war es so, darüber haben wir oft schon gesprochen, in dieser Corona-Zeit, dass man irgendwie in so Fahrwasser von Belohnung, Einsamkeit, jetzt muss ich mir mal was gönnen, gekommen ist. Und es gab Phasen, da habe ich jeden Abend Alkohol getrunken. Und erstmal wirst du fett davon und unansehnlich. Und zweitens ist es auch wahnsinnig ungesund. Also was erzähle ich hier? Aber ein Drittel der Bevölkerung leidet unter einer Fettleber. Und Alkohol ist schlicht und einfach auch ein Gift, was du zu dir nimmst. Ja. So spricht man übrigens, wenn man keinen Alkohol trinkt. Wenn man trinkt, sagt man, ja, ein bisschen Genuss muss auch sein. Ja, und es ist ja auch gesund, kann man ja auch nachlesen. Ich habe das im Griff und so. Ja, ja, genau, wie alle Süchtigen habe ich es im Griff. Mir ist das, ich denke da gar nicht groß drüber nach, weil ich tatsächlich nach dem von dir eben sehr schön erwähnten Motto lebe, ich möchte gelebt haben und nicht ausschließlich Asket gewesen sein. Ich bin in so vielen Lebensbereichen Asket, aber ich hasse diese Ideologie auch, diese Gesundheitsideologie, ne? Diese ganze Selbstoptimierungsideologie. Trink nichts mehr, iss nur das, mach auch das nicht richtig und tu dies nicht und pass hier auf. Und weißt du, diese ganze Länger-Leben-Ideologie, ich kann es nicht verstehen. Was soll das sein? Das ewige Leben, um sich alles zu verbieten, dann sterbe ich lieber früher.
aber habe dann gesagt, ich hatte ein paar geile Jahre und ich habe es krachen lassen und ich habe alles gelebt und erlebt, was man leben konnte und was ich vor allem leben wollte. Aber ich finde das so, ich verstehe es nicht. Ja, aber da gibt's natürlich, ja natürlich achte ich darauf, dass ich gesund lebe, natürlich. Und ich will das ja auch, das gehört auch zu mir. Das heißt nicht, dass ich ab morgens um sieben da sitze, saufe und rauche und nur Scheiße fresse. Im Gegenteil, ich habe auch eine sehr kontrollierte Seite, auch eine überzeugt kontrollierte Seite. Aber dieses Ideologische, was man jetzt soll und nicht darf und noch besser machen kann, mich stört auch dieser Optimierungsgedanke daran. Ich finde, ich wünsche mir, dass das Ziel ist, dass jeder so seinen Weg findet, auch mit den Abgründen, mit den Lüsten und den Süchten umzugehen. Und der eine tut es vernünftiger, der andere tut es unvernünftiger. Aber ich würde immer eher der Unvernunft das Wort reden, solange sie halbwegs rational stattfindet, als diesem, ach, tu nichts mehr. Am besten leblos sein, aber so dem eigenen Tod entgegenwarten. Mhm. Ne? Nietzsche nannte das wunderbar den letzten Menschen. Man hat ein Lüstchen für den Tag, ein Lüstchen für die Nacht. Wir haben die Gesundheit gefunden, riefen die letzten Menschen und blinzelten. Das ist das Wunderbarste. Also man hat nichts mehr, man teilt sich alles schön auf, da ein bisschen, dort ein bisschen, aber möglichst nicht auffallen und ansonsten auch keine größeren Gedanken, keine größeren Ideen, keine Fürze im Kopf, kein Chaos, nichts. Und dieser Ordnungsgedanke der Gegenwart kotzt mich an und deswegen sage ich, let's live as long as we can. Umständliche Erklärung für einen Freibrief zum Saufen. Nicht nur zum Saufen. Da ist ja alles, was, da ist alles drin. Aber ich was kann das Genuss verstehen. Ausmacht. Ich kann das verstehen, was du meinst, aber ich sehe es nicht ganz so. Also ich habe das Mikro am Arsch, egal. Also um auf das Gesundheitliche zu kommen, so kannst du natürlich sprechen, wenn du gesund bist. Und wenn du aber irgendwann merkst, die Droge oder Alkohol fängt an, dein Leben zu beeinträchtigen. Also es wird ungesund und du musst aufpassen, dass du dann nicht, du stirbst ja nicht dann auf einmal, sondern es dauert, bis du dann stirbst. Und du musst dann nochmal 20, 30 Jahre dranhängen, in denen es dir extrem schlecht gehen kann. Dann setzt eine Vernunft ein bei mir und ich sage, okay, ich habe jetzt wirklich viele Gelegenheiten wahrgenommen. Ich muss auch nicht mehr alle wahrnehmen. Und vielleicht findet sich ein Maß, den Genuss zu behalten und trotzdem aber auch vernünftig zu sein. Genau. Und das ist so das, was ich gerade versuche. Und super. Das pendelt sich ein. Ja. Und es ist ja in unserem Job, muss man dazu sagen, auch sehr verlockend. Also ich glaube, in wenig anderen Jobs gibt es so viele Alkoholiker wie in unserem Job. Leute, die vor einer Vorstellung trinken müssen oder die nach der Vorstellung sich durch Alkohol belohnen. Ich will dich nicht unterbrechen, sag ruhig. Und ich wollte nur sagen, wer mal eine Garderobe einer deutschen Bühne von innen gesehen hat, weiß, dass man es nur mit Alkohol erträgt. Ja, ja. Und ich meine nicht diese hier, die ist wirklich sehr schön. Es gibt andere. Ja, aber das kommt ja auch noch dazu, also diese Verfügbarkeit, die wir ja auch erleben, weil wir kommen an Veranstaltungsorte und leben ja wie Könige erstmal, weil wir eine Catering-Liste haben, da steht dann alles Mögliche drin, was man trinken will und es ist dann ein leichtes zu sagen, ach komm, ich mache das jetzt mal eine Zeit lang. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen. Und ich habe das Glück, ich habe nie in meinem Leben, doch einmal hier mit dir, aber ich habe sonst selten bis nie in meinem Leben auf der Bühne getrunken und auch nicht vor der Vorstellung, immer wenn, dann danach. Aber es war trotzdem so, dass es manchmal ja so exzessiv war, dass man im Laufe der Zeit gemerkt hat, das schadet mir nicht nur, sondern das beeinträchtigt auch meine Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Und da muss man dann sehr vorsichtig sein. Das ist je nach Mensch unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen macht das gar nichts. Aber mich hat es zum Beispiel auch emotional irgendwann dann beeinträchtigt. Also ich habe gemerkt, ich stehe immer noch unter dem Einfluss des Alkohols am nächsten Tag. Und das war ein ganz schreckliches, blödes Gefühl. Mhm. Ich glaube, ich bin einfach, aber ich kann natürlich das, was ich gesagt habe, auch mit dieser Leichtigkeit sagen, weil ich glaube, ich kein Suchtmensch bin. Ich auch nicht. Gar nicht. Nee. Also ich habe nicht dieses, ich brauche das oder ich brauche irgendwas oder ich neige da auch nicht zum, aber ich neige auch nicht zum Exzess. Aber deswegen also, ist es super interessant. Ich bin ein Verfechter des Hedonismus, wie auch immer man den für sich auslegt. Und da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Wege. Da sprechen wir nicht nur über Substanzen. Da kannst du ja auch ganz viel machen. Da kannst du ja auf was weiß ich, tanzen gehen oder alles Mögliche tun. Aber
ich spreche gar nicht aus der Sicht dessen, der für den Sucht ein Thema ist. Und das ist natürlich auch eine Luxusposition, die ich darin habe. Das muss man natürlich auch sagen. Es gibt auch Menschen, für die ist Sucht einfach ein Problem. Ja. Und zwar in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Ja. Und ich weiß, was das heißt, weil ich auch Menschen kennengelernt habe im Laufe meines Lebens, die einfach eine Suchtproblematik hatten. Und die einfach immer etwas suchten oder etwas brauchten. Suchen und Sucht ist auch gut. Das hängt auch zusammen, ja. Und wenn die eine Sucht beispielsweise im Griff war bei diesen Menschen, nehmen wir mal an Alkohol, wurde das direkt transferiert in einen anderen Bereich. Mhm. Dann wurde exzessiv gekauft zum Beispiel. Mhm. Das sind ja häufig auch Süchte, die sich dann verschieben. Ich habe Menschen kennengelernt in meinem Leben, die Magersucht hatten. Und es gibt Magersüchtige, natürlich sind es leider in der Mehrzahl noch immer Frauen. Es gibt auch Männer, aber da äußert es sich anders. Aber beispielsweise bei Magersüchtigen ist es häufig so, dass die es überwunden haben, und ich kannte selbst einen Fall einer Frau, die in einer Klinik war, also wo es wirklich existenziell wird, wo so wenig gegessen wird, dass es lebensbedrohlich wird. Und die war und die kam dann raus und hatte das auch, soweit man eine Sucht überwinden kann, überwunden. Sie war im Grunde wie ein trockener Alkoholiker, also eine trockene Magersüchtige. Aber ganz viele dieser Patientinnen, das erzählte sie mir damals, verlagern die Sucht. Und beispielsweise ist es bei Magersüchtigen häufig so, bei früheren, dass sie häufig sehr stark versuchen, den eigenen Körper zu verändern, durch Schönheitsoperationen zum Beispiel. Auch das, also exzessiv nach etwas suchen, was noch verbesserbar sein könnte, was noch nicht stimmt. Und wenn du anfängst zu suchen an dir selbst, also süchtig suchst nach etwas, was nicht richtig ist oder was du noch optimieren kannst, indem du dir Botox spritzt oder was weiß ich operieren lässt, dann ist das ja ein Fass ohne Boden und damit ganz nah an der Sucht beispielsweise, der Magersucht. Und so verlagern sich ja Süchte häufig. Alkohol oder Kaufen zum Beispiel, habe ich auch mal erlebt. Also insofern, das muss man als Thema für sich sehen. Und das muss man auch als sehr wichtiges und auch dramatisches Thema anerkennen und es sich nicht leicht machen und sagen, hey Leute, lebt. Wenn ich sage, ja, leben und auch Spaß haben und das nutzen, dann ist das eine hedonistische Perspektive, aber keine, die damit das Thema Sucht kleinert. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ich kann das übrigens nur sehr empfehlen, kann ich jedem empfehlen, der Lust hat, sich mit sich und seinem Verhalten auseinanderzusetzen, in so eine, ja, das ist eher eine Beratung als eine Therapie, in so eine Suchtberatung zu gehen. Weil es gibt tatsächlich zum einen die Affinität, von der du gerade gesprochen hast, und dann gibt es auch Umstände, die diese Affinität vielleicht erst hervorbringen und verstärken. Und dann gibt es Ursachen dafür, weshalb man trinkt oder Drogen nimmt. Und diese Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Also das kann eine Belohnung sein, das kann Kompensation sein, das kann Verdrängung sein. Da gibt es sehr unterschiedliche Ursachen. Und meistens kommt zu der Ursache hinzu, dass sie sich mit einem Ritual verbindet. Also das, was man hat, ritualisiert wird, und das, was man dann dagegen oder dafür tut, dass man sich schlecht oder gut fühlt, nicht nur zu einer Gewohnheit wird, sondern zu einer Bedingung. Also man kann es nicht mehr abstellen, man muss das tun. Und das war ganz interessant bei mir. Du weißt das, weil wir uns gut kennen. Ich gehe ja bei manchen Dingen gerne in die Tiefe oder gehe dem gerne nach, um herauszufinden, wo ist das bei mir? Also in welche Kiste liegt bei mir im Keller, die ich öffnen muss, um zu wissen, wie ich damit umgehen kann. Und ich habe das extra gemacht, weil ich nach der Corona-Zeit das Gefühl hatte, dass diese Corona-Zeit bei mir Schäden hinterlassen hat. Also soziale Schäden, aber auch eben körperlich. Ich habe zugenommen, ich habe angefangen, irgendwie regelmäßig zu trinken. Und deswegen habe ich überlegt, okay, du musst jetzt mal einen Cut machen, und um einen Neuanfang zu machen, aber auch gründlich erforschen, was da eigentlich passiert ist. Und mir sind ganz interessante Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, in der Fachsprache nennt man das, glaube ich, Craving, also den Trinkdruck. Der ist bei mir exakt zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Ja, dass jeden Abend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr passiert etwas, was mir den Druck gemacht hat oder macht, trinken zu müssen. Aber wie gesagt, also ich bin kein Alkoholiker. Ich würde sagen, der Konsum war am Ende riskant. Also ich muss tatsächlich auch aufpassen, dass ich keine gesundheitlichen Schäden davon trage. Aber ich bin in der Lage dazu, das einzuschränken und auch damit umzugehen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist da zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr? Und mir ist aufgefallen, es war tatsächlich eine Ritualisierung. Zum Beispiel, der Arbeitstag ist zu Ende, du machst die Nachrichten an, das Abendessen ist da, deswegen ich frühstücke eher selten, ich esse eher zu Abend. Du triffst dich mit Freunden, du schaffst dir ein Ereignis, auf das du dich freuen kannst.
Und dieses Ereignis ist gekoppelt mit dem Alkohol. Und dann habe ich probiert, dieses Ereignis zu verändern und habe einfach gewartet bis 19.31 Uhr. Und es war zack, so als hätte man es abgeschnitten. Danach war es weg. Also ganz interessant, das herauszufinden. Anderer Aspekt, den ich auch sehr interessant fand, der wiederum das Gegenteil ist, von dem ich gerade beschrieben habe. Ich kann nicht trinken, wenn ich schlecht drauf bin. Also sobald ich einen Anflug von Depression habe oder irgendetwas ist passiert, ich trauere, Liebeskummer, dann ist der Alkohol so giftig für mich, dass ich eine regelrechte Aversion dagegen habe. Auch es zu riechen, es zu sehen. Ein guter Aspekt, weil der bewahrt dich davor, mit Alkohol zu kompensieren oder zu verdrängen. Und noch was ich auch ganz wichtig fand, eine Frage, die ich mir gestellt habe, bei der Suche danach, welche Bedeutung der Alkohol hat. Es hatte tatsächlich bei Corona ganz viel mit Einsamkeit zu tun. Also es hatte etwas mit dem Versuch zu tun, diese tiefe Einsamkeit, die man ja irgendwann als Belastung empfunden hat, wie so eine schwere Betondecke, die er auf einen draufgedrückt hat, in irgendeiner Form leichter zu machen und sich selbst das Gefühl zu geben, okay, ich kann damit umgehen. Ich habe nämlich noch einen Moment, in dem ich selbst bestimme, wie ich mich fühle. Und das war trügerisch und das war tatsächlich ein gefährlicher Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, wenn du das weitermachst, musst du wirklich aufpassen. Mhm. Ne? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Also sobald ich in einer Situation bin, die mich existenziell betrifft, in einer Angstsituation oder in einer Notsituation oder Trennung, irgendwas wirklich Dramatisches, da ist das auch bei mir komplett weg. Übrigens auch in Situationen, die für mich besonders sind, oder wo ich mich konzentrieren muss oder unter Stress gerate. Oder wo andere sagen würden, okay, boah, jetzt trinke ich erstmal was, damit ich runterkomme oder hochkomme, je nachdem, was man braucht oder wie man drauf ist. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Da muss ich völlig klar sein. Also ich kann nur Alkohol trinken, wenn es mir insgesamt gut geht, wenn ich mich wohlfühle, weil ich auch tatsächlich dadurch, ich brauche das nicht für eine Stimmungsänderung. Mhm. Ich werde dadurch nicht zu jemand anderem. Ich traue mich nicht Dinge, die ich mich sonst nicht traue. Oder ich werde nicht mutiger, ich werde nicht fröhlicher, nicht trauriger. Es ist zum Glück, ich kann auch nicht besser schreiben, wenn ich Alkohol trinke. Schrecklich. Ganz schlimm. Am nächsten Tag liest du das und denkst, wer hat das geschrieben? Genau. Ich werde unkonzentriert. Ja, richtig. Und ganz schlimm. Ja. Und schreibe dann Zeug hin. Und du fühlst dich aber währenddessen wie Gott. Genau. Du denkst, oh, es ist geil, was ich hier schreibe. Genau. Und am nächsten Tag denkst du, nee, das ist ja überhaupt nicht haltbar. Nein, null. Das kannst du nirgendwo jemals erzählen. Nirgendwo, lass es bleiben. Ja, das ist komplett, ja. Ja, genau. Und das empfinde ich bei mir selbst auch als sehr gesund, weil ich eben nicht dieses Gefühl habe, ich brauche das, um, dass es einen Zweck hat, dass ich damit etwas erreiche. Es ist zum Beispiel das umgekehrte Phänomen. Ich hatte immer in meiner Lebensgeschichte, kannte ich eine Person, wo der Vater so schwerer Alkoholiker war, dass er auf Autofahrten, also wenn die in den Urlaub fuhren, von Süddeutschland Richtung Italien oder so oder weiter, dann musste der sich auf Pegel trinken, um geradeaus fahren zu können. Das heißt, ohne Alkohol konnte der nicht fahren. Also der ist dann auch sehr schwer am Alkoholismus verstorben. Und bei Borderline-Patienten zum Beispiel hat es eine umgekehrte Bedeutung wie jetzt bei uns beiden, da hat es oft eine Regulationsfunktion. Das heißt, aufgrund des extremen psychischen Stresses, unter dem die Patienten stehen oder die Betroffenen stehen, hat Alkohol eine Wirkung von ich komme runter, ich kann mit Situationen umgehen. Da fallen dann häufig Sätze wie, okay, es kommt eine besondere Stresssituation, jetzt brauche ich erstmal einen Wein und dann kann ich's. Und dann komme ich in ein Maß, wo ich mich entspannen kann. Und das fand ich in meinem Leben bei den Begegnungen mit Menschen, die ich hatte, wo Alkoholismus ein wirkliches Problem war, am dramatischsten zu sehen, dass sich Menschen unter dem Einfluss der Substanz massiv verändern. Ja, ja. Also zugänglicher werden, manchmal weicher werden, manchmal auch härter werden, aggressiver. Ja, das fand ich so schlimm und so dramatisch, das zu sehen, wenn sich Gesichter völlig verändern und Menschen durch eine Substanz zu anderen werden, als du sie kennst. Ja, ja. Und man muss da wirklich sehr aufpassen, weil diese Mechanismen des Selbstbetrugs in dem Moment, wo du nicht mehr freiwillig entscheidest, sondern irgendetwas deine Entscheidung mit beeinflusst, sehr gut funktionieren. Und zwar bei jeder Sucht. Ich weiß nicht, ob du mal geraucht hast. Wenn man das Rauchen aufhört, war es jedenfalls bei mir so, sagt einem eine innere Stimme,
du bist unfrei, wenn du nicht rauchst. Also ganz paradox, das ist ein Teufel, der mit dir spricht, der sagt, wenn du rauchst, entscheidest du frei, dass du rauchst. Du kannst dir doch von niemandem vorschreiben lassen, nicht zu rauchen. Und dann ist dieser Gedanke so plausibel, dass du dem Teufel vertraust und gar nicht mehr merkst, dass der Teufel mit dir aber was ganz Schlimmes macht. Und beim Alkohol ist das ähnlich. Also all die Ausreden, die man hört, wenn Leute sagen, warum sie trinken, die sind relativ leicht widerlegbar. Also ich fühle mich damit lockerer, das stimmt nicht. Oder Alkohol schmeckt mir einfach, das stimmt eigentlich auch nicht. Also Alkohol schmeckt nicht unbedingt. Oder. Es gibt viele Ausreden dafür, weshalb man Alkohol trinkt. Aber letztendlich zählt am Ende wirklich nur, braucht man das? Ne? Ist das freiwillig? Und welche Funktion erfüllt eigentlich der Alkohol in dem Moment? Und da bin ich eben ein Stück weitergegangen. Ich habe das genutzt. Es gibt ja diesen Dry January. Anfang des Jahres wollen ja alle fasten und keinen Alkohol mehr trinken. Und ich habe gedacht, okay, wir nutzen das jetzt mal aus, ich und ich, um herauszufinden, was ist da eigentlich in der Tiefe? Und da waren ein paar Dinge. Also zum Beispiel, was ich dir erzählt habe, diese Automatismen. Berlin war für mich Alkoholstadt. Ne, weil ich habe in Berlin viele Freunde, ich treffe hier meine besten Freunde und es war klar, wenn ich nach Berlin fahre, wird das exzessiv. Ich glaube, du bist der Einzige, für den Berlin nur Alkoholstadt ist. Ja, ja, naja, gut, ich, Gott sei Dank nehme ich keine und habe auch nie andere Drogen genommen. Wäre für mich auch, glaube ich, noch viel schlimmer als alles andere. Können wir auch drüber reden, welche Drogen wir schon genommen haben. Aber das habe ich zum Beispiel herausgefunden und dann weiterzugehen und zu sagen, okay, was passiert eigentlich mit dir in dem Moment, wo der Automatismus einsetzt, und du den nicht erfüllst. Und es ist ganz harmlos. Also es ist so, daran merkst du dann letztendlich auch, dass die Sucht nicht so stark ist, dass sie dich zwingt. Es ist dann bei mir jedenfalls mittlerweile so, dass ich es vergesse. Also ich weiß gar nicht, trinke ich jetzt ein echtes Bier oder ein alkoholfreies, was noch viel schlimmer schmeckt, oder trinke ich ein Wasser. Und das ist okay, aber jetzt ist das Problem, deswegen habe ich von Zwanghaftigkeit gesprochen, wie komme ich aus dieser Mühle wieder raus? Weil ich will ja nicht, das habe ich ja am Anfang gesagt, alkoholfrei bleiben, sondern ich will meinen Umgang frei bestimmen können. Und das ist total schwer, weil ich habe eine sehr zwanghafte Seite an mir, die sagt, jetzt hast du 8 Wochen durchgehalten, jetzt bleibt es dabei! Ja. Und das ist fucking scheiße, weil dann fängst du auch an, das ist dann auch nicht mehr freiwillig entschieden, sondern dann fängst du an, dich zu zwingen und wirst süchtig zur Nüchternheit. Absolut. Ich kann das analog sehr nachvollziehen. Ich habe ja mehrere Diäten hinter mir in meinem Leben. Ne? Und ich war ja als Jugendlicher ziemlich pummelig, also ziemlich dick. Also ich war 1,83 groß mit 14 und wog 99 Kilo. Also das war schon ordentlich. Und ich habe dann abgenommen damals und habe immer wieder diesen Jojo-Effekt durchgemacht. Wieder zugenommen, wieder abgenommen. Und es ging dann später, ging es über Jahre. Also als ich dann anfing, auf Tour zu gehen, damals bin ich noch mit den Veranstaltern essen gegangen nach der Show und so. Und wurde natürlich, ging sofort auseinander. Aber es war natürlich auch sozial und es war schön. Ich wollte dazugehören. Und dann habe ich die letzte große Diät 2008 gemacht, wo ich wirklich nochmal an so einer Grenze war. Mit 98 Kilo war natürlich auch bedeutend größer. Es war also nicht mehr zu vergleichen mit damals. Aber ich weiß, wie entsetzlich ich mich gefühlt habe. Und bei mir war es auch so, auch da wieder ist es eine Luxusposition. Ich habe zugenommen, weil ich mich falsch ernährt habe. Ich habe das Frühstück weggelassen, ich habe spät angefangen zu essen, ich habe spät in der Nacht gegessen, ich habe einfach auch das Falsche gegessen. Ich liebte Sahnesoßen, ich liebte Nudeln, ich liebte alles, was man nachts um 11 nicht essen soll. Und ich hatte eine Disposition, also weil mein Vater neigte zur Fettleibigkeit und ich weiß, dass ich das in mir habe. So, also habe ich irgendwann diese Diät gemacht, das weiß ich noch, das war 2008, das war dann die letzte, da habe ich dann 16, 17 Kilo abgenommen. Und ich kann nachvollziehen, dass man sich in einen Rausch reinhungern kann. Und ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich immer weiter abnahm und ich konnte nicht mehr damit aufhören. Oh. Weil es hat mich geradezu geil gemacht, also nicht im sexuellen Sinne, aber es hat mich so angemacht, morgens auf dieser Waage zu stehen und zu sagen, wieder 200 Gramm weg, nochmal 300, nochmal. Und es war immer weniger und ich konnte fast nicht mehr aufhören. Und erst als dann irgendwann Menschen kamen mein Management, man fragt ja Künstler nicht selber, bei meinem Management kamen Anrufe, geht's ihm nicht gut? Er sieht so krank aus. Hat er was? Und erst sagen, hat er vielleicht Krebs? Und so, mir ging es aber ganz gut. Aber ich war einfach sehr dünn. Ich war einfach nur dünn. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh nee, jetzt muss ich drehen. Also wenn es dahin geht, lasse ich es bleiben. Aber ich kann das nachvollziehen. Und ich habe immer wieder
dann versucht, später dann so den Übergang von dieser exzessiven, bei dir jetzt Fastenphase oder intensiven, bei mir war es eine exzessive Abnehmphase, das irgendwie halbwegs so zu gestalten, dass ich ganz viel von dem, was die Diät ausgemacht hat, woran ich mich gewöhnt hatte und was mir gut tat, ich habe mich einfach anders und besser ernährt, ganz viel von dem beizubehalten, aber nicht so diktatorisch zu sein, sondern mir so einen Rahmen zu geben, es ist auch okay, mal 1-2 Kilo wieder zuzunehmen, es geht ja wieder runter und viel Sport zu machen und so. Und dann kam ich da langsam in eine Welt, wo ich mich selbst anerkennen konnte, ohne dass ich wieder durchbrach nach oben oder ohne in so einen Suchtfaktor nach unten zu geraten. Ja, es sind ja mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Also das eine ist erstmal, dass wir alle oder viele Menschen sich zu wenig bewegen und auch im Laufe des Lebens immer weniger bewegen. Und bei mir war das so, ich habe damals mit 6, 7 angefangen, Fußball zu spielen bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und dann habe ich lange Badminton gespielt im Verein und dann habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Also ich habe immer Sport gemacht, sehr viel in meinem Leben. Und deswegen war mein Stoffwechsel gut eingestellt. Und ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr, konnte ich essen, wie ein Scheunendrescher. Und ich habe nicht zugenommen. Ich musste auf gar nichts achten. Das war vollkommen egal. Und dann irgendwann hat sich das verlagert, durch das Spielen auch übrigens, also durch dieses ganze Bühnenleben, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, hat sich auch mein Stoffwechsel verändert. Also ich habe dann enorm viel verbraucht, wenn ich auf der Bühne war, weil das ja wirklich sehr intensiv ist für Geist und Körper. Danach aber dann in der Woche angefangen zu fressen ohne Ende und weil ich natürlich auch müde und ausgelaugt war, mich kaum bewegt. Und ich habe so gemerkt, okay, irgendwas hat sich auch bei mir verändert. Und als ich dann 40 geworden bin, habe ich gemerkt, ich kann jetzt auch nicht einfach mehr Sport machen, ohne dass mir irgendwas wehtut. Also ich habe dann angefangen, mir selber auch Begründungen zu geben, wie mein Knie, Und dann gerätst du immer mehr in diesen Teufelskreis, von dem ich gesprochen habe. Und der eine Faktor ergänzt den anderen und am Ende ist das so ein Selbstläufer und du nimmst einfach nur noch zu. Und letztendlich musst du dann auch gar nicht mehr viel essen. Also du kannst, ich esse zum Beispiel auch wirklich nicht große Portionen, sondern ich esse und ich habe lange Zeit auch zu falschen Zeiten gegessen oder habe keine Abstände gelassen zwischen den Mahlzeiten. Und ich will jetzt nicht irgendwie einen Ernährungswissenschaftler geben hier, aber es gibt ganz simple Tricks, die man anwenden kann, um zum Beispiel seine Ketose, die Fettverbrennung in Gang zu bringen. Oder man muss einfach nur dran denken, wann sollte ich vielleicht nicht essen, um den Insulinhaushalt weiter zu regulieren und dafür zu sorgen, dass Zucker nicht als Fette abgespeichert werden oder Kohlenhydrate, die ja nichts anderes sind als versteckter Zucker. Und wenn du das kannst und wenn du gleichzeitig eben auch einen mäßigen Alkoholkonsum hast und dich dazu auch noch bewegst, dann musst du im Grunde genommen keine Diät machen. Dann reguliert sich das von selbst. Aber wenn du eines von dem falsch machst, also dich nicht bewegst oder zu viel Alkohol trinkst oder eben keine Ahnung, was auch immer machst, da ist eine Ernährungswissenschaftlerin, die will was sagen. Ich wollte wissen, ob ihr heute noch Kabarett macht. Ah. Ich mache einen Vorschlag. Ich gebe Ihnen 10 Euro. Ich gebe Ihnen 10 Euro. Ich gebe Ihnen 10 Euro, wenn Sie gehen. Ja? Ganz ehrlich, doch, weil wir sind ja nicht, ich bin ja nicht Ihr Dienstleister. Wenn Sie von mir eine Dienstleistung wollen, ich gebe Ihnen gerne Geld. Ja, ich hole das Geld, ich gebe es Ihnen, aber dann gehen Sie auch bitte direkt, okay? Ja. Das ist ja schön, meine Damen und Herren. Erwartungsmanagement ist alles. Ja, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn man sich auf uns einlässt, dann weiß man nicht, was passiert. Und das ist das Schöne. Und ich finde es gut, es ist wichtig, dass man, auch wenn es spät im Leben kommt, lernt, mit Enttäuschungen umzugehen. Ja. Ja. Und manchmal sind 40 Euro für Kabarett, das nicht auf dem Plakat und auch sonst nirgendwo stand, einfach ein Lehrgeld, das man bezahlen muss. Sie ist schon weg. Ja. Das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. Aber es beschreibt natürlich auch schön. Hallo. Es beschreibt auch schön unsere Dienstleistungsgesellschaft. Ich habe bezahlt.
dafür kriege ich jetzt, was ich wollte. Ich weiß zwar nicht, was ich wollte. Ist sie noch da? Ist sie raus, ne? Sie ist gegangen. Ist mir scheißegal, die hatte eh einen Schuss. Ja, absolut. Wer hat eben gejubelt? Du Pisser, du lügst. Alter, ey, wie viel Dummheit, Arroganz und Mut muss man haben, um sich dahin zu stellen und den Spruch abzulassen? Vor allem. Und nicht damit zu rechnen, dass Leute, von denen man verlangt, dass sie Kabarett machen, auch die Schlagfertigkeit haben, sie bloßzustellen. Sie wollte das. Sie wollte einen Grund haben zu gehen und sie wollte ihn von uns, weil sie selbst nicht stark genug war. Ey, ich hätte der 100 Euro gegeben. Weißt du? Hallo, Oh, wieder da. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Das Geld wartet noch. Sie ja. Bitte. Nee, aber nee, Sie dürfen ja, jetzt ne? nichts mehr sagen. Ich zahle Sie dafür, dass Sie die Schnauze halten. Nee, gehen Sie jetzt, nichts mehr sagen. Sie nehmen das Geld, 40, können Sie wechseln? Können Sie wechseln? Dann geben Sie mir einen Zehner raus, aber dann aber sofort raus. Soll ich auch noch ein bisschen Geld holen? Kein Kommentar mehr. Hast du genug oder soll ich noch was holen? Kommen Sie, ich gebe Ihnen 50, damit Sie nie mehr wiederkommen, okay? Ja. Ist das gut? Gut? Jetzt aber. Aber zacki, zacki. Aber schnell. Wir warten jetzt. Vorher machen wir nicht weiter. So. Sie wollte nur die Kohle haben. Welche Drogen nimmt sie eigentlich? Oh, komm, wir zeigen das jetzt im Bild. Und dann machen wir aber Kabarett. Geht. Danach machen wir knallhartes Kabarett. Danach machen wir einen Witz nach dem anderen. Jetzt kommt die nächste. Warte mal, jetzt gehe ich mal hin. Ja, verschwinden. Sie gehen ohne Geld. Wunderbar, sehr gut. Ja, ja. Richtig. Gehen Sie einfach. Wunderbar. Schöner Anorak übrigens. Schöner Anorak. Wirklich ja, sehr gut gewählt bei C&A. Meine Fresse. Können Sie alle, wenn wunderbar. Sie, haben ich Sie Stifte, liebe das. Haben Sie Stifte dabei? Können Sie bitte alle einen Zettel zur Hand nehmen? Meine Damen und Herren. Und eine Wunschliste machen, die können Sie in der Pause hier auf die Bühne legen. Ja. Ja, und können Sie, fände ich gut. Sollen wir uns mal ein Publikum wünschen? Nee. Das lassen wir bleiben, das haben wir nicht nötig. Ist sie immer noch da? Sie hat sich tatsächlich wieder hingesetzt. Sie hat die Kohle eingesackt. Nee, komm, das gibt's nicht. Nee. Dann hören und hat gesagt, auf. Warte, sie, bitte? Ach, jetzt. Oh, ja, der Mantel musste geholt werden. Und die Freundin, natürlich. Aber ihr müsst die 50 Euro jetzt untereinander aufteilen. Ja, aufteilen. Uiuiui. Aufteilen die Kohle. Und nicht beschweren, wenn ihr im Bild seid. Tut euch zusammen und geht was saufen in Marzahn. Tschüss. So. Alter, das ist schon fast, oder? Geil, Alter. Schön. Dass die auch die 50 Euro nimmt. Armselig muss man sein. Alter, das gibt's nicht. Alter. Ich sauf wieder. Da würde ich, ja. Alter. Also das nüchtern zu erleben ist hart. Das sind wirklich... Das ist echt hart. Das ist hart. Aber das sind auch Leute, wo ich denke, woher kennen die uns überhaupt? Das ist doch... Das ist dein Stern-TV-Publikum, wahrscheinlich. Die haben recht. Das sind doch Leute, von denen du denkst, ganz ehrlich, die sitzen doch sonst, die gucken Flori Silbereisen und so eine Scheiße. Was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass solche Leute überhaupt Eintritt für uns zahlen? Das frage ich mich. Mann. Ist egal. War so ein schönes Gespräch. Sollen wir eine Volksabstimmung machen? Bitte? Volksabstimmung? Ja. Wir machen jetzt. Wer möchte was? Genau. Ist doch besser. Die jetzt geblieben sind, die nehmen wir jetzt natürlich ernst. Von euch wollen wir wissen, was können wir für euch tun? Pass auf, wir machen Folgendes. Kommst du mal bitte hoch? Wo ist die Kabarettfraktion? Warte mal. Komm mal hoch, trau dich jetzt mal. Du lachst die ganze Zeit so dämlich, komm mal her. Ja, komm. Und kommst du? Komm. Hallo, herzlich willkommen. So, du bist Florian, du hast einen Anzug, setz dich da hin. Der sieht besser, der du ist besser Jana, gekleidet als ich, Jana. Verdammt nochmal. Du bist da, setz dich da hin. Bitte schön. Komm, Florian. Geh runter, ihr macht die Show. So. Wir brauchen aber Mikrofone. Haben wir Handmikrofone? Nee, versucht einfach laut zu sprechen, wir haben ja bezahlt. Ihr müsst das machen wie im Theater. Ja, wir setzen da uns jetzt spricht hier man hin. Auch laut und deutlich. Mach mal jetzt ein bisschen Auftritt hier. Schön, euch kennenzulernen. Wir sitzen heute neben euch. Halt die Schnauze, du bist jetzt der Regisseur. Nein, bitte schön. So. Du sagst denen, was sie machen sollen. Schrei rein. Du bist jetzt die Frau, die da eben stand. Stell dich nochmal dahin wie die Frau. Oh Gott. So, erzähl mal was. Los, erzähl mal was. Ihr stellt die Szene jetzt nach. Du redest noch über Ketose. Alkoholproblem, erinnerst du dich? Ich bin fett geworden.
Und du laberst nein, du laberst einen Scheiß. Ja. Du bist Florian. So, und du bist jetzt Entschuldigung. Du bist die Olle, du machst dich bemerkbar und versuchst das Gespräch irgendwie aus der Fuge, ja? So. Mach jetzt! Lass sie erst mal reden. Los, fang das mal an. So. Lauter! Ja, haben die bezahlt oder nicht? Du musst deine Stimme nutzen, gezielt einsetzen. Ja, okay. Los! Ja, also ich habe ja auch schon immer ein bisschen Alkoholprobleme und ich musste immer. Ruhe! Aggressiver, aggressiver! Ja, los, los, los! Nein, 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 das ist zu schnell. So schnell war ich nicht. Und du warst auch nicht, die Alte hat ganz anders geguckt. Du guckst zu freundlich. Du musst den, du musst drück in dein Gesicht aus. Das Wichtigste ist, du musst den Satz sagen, ich komme hier vor wie bei Margot Käßmann, weil das war eine geile Pointe von ihr. Hat die gesagt? Hat sie wörtlich gesagt, ich komme mir hier vor wie bei Margot Käßmann. Ehrlich, hat sie gesagt? Und da habe ich gedacht, sie hat Talent, sie hat Talent. Sie hat es nur nicht gut ausgespielt. Komm, letzter Versuch, danach machen wir Kabarett. Also Alkoholprobleme kenne ich, weil ich komme ja aus dem Schwarzwald und da ist nicht viel los, da können wir nichts anderes machen außer saufen. Ja, kann ich verstehen. Was ist denn los? Macht ihr hier noch Kabarett? Sag den Margot Käßmann-Satz. Ja! Gut. Jetzt Agro. Los. Agro, ja, was soll denn das? Möchtest du Geld haben? Jetzt, ich gebe dir 20 Euro, wenn du wieder gehst. Genau, und jetzt 20 Euro, wenn du gibst sie mir. Ja? Danke. Okay, danke. Wunderbar, danke schön. Vielen Dank. Danke schön. Mann, sehr, sehr schön. Danke, danke. Gut gemacht. So. Tja. Ah. Du hast der Ollen einen schönen Abend bereitet. Ei. Und uns auch. Kleiner schön. Stricher. Damit machen wir nachher was. Das kommt davon, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Tja. Ja, ne? Sehr gut gemacht. Sehr gut. So, jetzt Kabarett. Dafür gibt es nachher mehrere alkoholische Getränke auf unsere Kosten. Ja. Wie geht Kabarett? Wie geht Kabarett? Keine Ahnung, ich habe es jahrelang nicht gemacht. Komm, jetzt machen wir mal den Abend so, wie die den gerne hätte. Willst du das? Ja, wir machen jetzt das, was die verpasst hat, spielen wir jetzt. Mit Auftritt? Sollen wir rauskommen? Nee, nur hier den Anfang. Die klatschen nochmal, wir machen Anfang und Kabarettmodus. 2 Minuten. Okay. So, dass wir das Gefühl haben, sie hat was verpasst. Gut, machen wir. Ja, wir gehen raus. Okay. Okay. Achtung. Mal, was du wollt. Wir kommen von hinten raus. Okay, wir sind sehr gut drauf. Okay. Mach mal den Jingle. Mach mal den Ton. Der Ton, den Jingle vom Anfang nochmal. Komm, wir gehen raus und müssen schlecht drauf sein. Direkt zu Beginn. Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Berlin hat gewählt. Wahnsinn. Volker Bismarck des deutschen Kabaretts, sag ich, Berlin hat gewählt. Ja. Die CDU hat gewonnen. Wie ist das eigentlich möglich im Jahr 2023? 28%, fast so viel wie die NSDAP bei der Wahl 32. Dieser Weg da. Kabarett! Ja. Und Franziska Giffey bleibt. Das nein, die bleibt nicht. Ich mache eine Parodie. Also, es gibt ja, das auch gemacht. Es gibt ja die, Klimakleber und es gibt die Sesselkleber. Hey, das war Kabarett, oder? Das war sehr gut. So, was machen wir noch? Den Wegner, kennt man den eigentlich? Nee, kenne ich auch nicht. Das ist der Spitzenkandidat der CDU. Gewesen. Jetzt bald der Bürgermeister. Ach, ich dachte jetzt bald AfD, wegen der Glatze. Aber das ist ja... Nee, warte. Nee, AfD war Merz. Das war der AfD. Da haben wir, dürfen wir nicht verwechseln. Sonst kommen die Leute durcheinander. Und heute hat ja Sau-Sack-Schäbli. Darf man so nicht sagen. Warum? Ist rassistisch. Sansibar Chebli. Gesagt, ja. Die Berliner, die sie nicht gewählt hätten, wären Rassisten. Sind das sie ja auch. Das ist mein Lebensprinzip. Sind sie ja auch. Radio 1 bezahlt mir zu wenig Geld, weil Radio 1 ist ein rassistischer Radiosender. Genau.
Das ist die Standardargumentation. Dann auch noch die Grünen. Ne, die Grünen. Oh, die Grünen. Die Grünen. Ne? Die Grünen haben leider nicht gewonnen. Nein. Ganz schade, ich hab's mir so gewünscht. Ja. Ich meine, wir müssen was tun. Natürlich. Das Klima steigt uns aufs Dach. Genau. Und das haben die Leute nicht verstanden. Und aber dass die FDP draußen ist, das ist geil. Und weißt du, was mich am meisten wundert? Der Lindner, das Schwein. Dass du nicht einmal Mario Barth gemacht hast. Nein. Wir machen doch Kabarett. Das ist eine Steilvorlage. Mach ich doch nicht. Kennt ihr, ja? Nein, wir machen doch Kabarett. Aber lass uns doch Mario Barth auch einbauen, weil die war auf dem Niveau von, die denkt, Mario Barth ist Kabarettist. Mario Barth ist Kabarettist. Ja gut, dann mache ich Mario Barth. Machst du Bülent? Warte. Pass auf, ist passiert. Mann! Kinder, pass auf. Mann! Wählen, kennt ihr wählen? Ich kann meine Freundin nicht wählen, weil ich hab sie schon. Ist das nicht witzig? Ist das geil? Das ist super geil. Ist das geil? Lass uns eine Stunde weitermachen, bis sie alle gehen. Genau so. Komm, wir machen unser Programm weiter. Wir setzen uns wieder hin. Ja. So. Pass auf. Aber weißt du? Also bis die Ketose einsetzt, war ich schwingend. Was nicht passieren darf, ist, nochmal, das müssen wir wirklich sagen, wenn noch jemand den Impuls verspürt, zu gehen. In der Pause. Wehe, es geht jemand, ohne sich vor die Bühne zu stellen und eine Pointe zu machen. Irgendwas mit Margot Käßmann, Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer, als Frau einen Frauennamen nennen, als Mann einen Männernamen. Und dann wirklich so betroffen. Aber ich bin voll... Ich bin jetzt voll unterzuckert und ich habe so viel Energie verloren, dass ich bis morgen 12 Uhr nicht aushalte. Das wird noch eine Fressorgie heute Abend. Ich war bei der Ketose stehen geblieben. Bei was? Bei Ketamin? Ketamin. Welche Drogen hast du schon genommen? Oh Gott. Wo fange ich da an? Bei der ehrlichsten Antwort, die du finden kannst. Lass mich mal überlegen. Viagra? Als ich noch jung und voll wild war, da habe ich ja... Viagra? Nee, hast du noch nie genommen. Viagra? Ja. Was ist das? Viagra? Okay. Das, was der Mann von der Oma... Nee. Da gibt's keinen Mann. Alle Witze, alles hält sich nur noch jetzt an dieser... Wie kann man auch so dumm sein, sich so zum Opfer zu machen von zwei hasserfüllten Gestalten wie uns? Ich gehe morgen in die Bäckerei, sage, backen Sie hier auch noch Brötchen? Ich will eine ganz normale Stulle, ich will nicht den Bio-Scheiß. Stulle. Ich bin hier in die Bäckerei gekommen, weil ich ein Brötchen haben wollte. Oder eine Schrippe, wie man bei Ihnen sagt. Und ohne Sesam. Ohne Sesam. Und ohne Käse. Weil das bleibt mir immer in den Kokidenzzähnen hängen. Mann. Es lohnt sich nicht. Zu viel Aufmerksamkeit für die Alte. Ja, sollen wir, Drogen ist jetzt durch. Ich habe alles das kaputt gemacht. Sie hat die Dramaturgie des Abends zerstört. Ja, aber dafür ist eine neue entstanden. Und es kann uns keiner vorwerfen, dass wir kein Kabarett gemacht hätten. Ich glaube, sie will das Geld einmal sehen. Sie will das Geld nochmal zurück, wenn sie erfährt, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich will es einmal sehen, dass jemand in so einem Opernhaus oder so im Schauspielhaus so an den Rand der Bühne geht und sagt: Ich habe mir den Mac besser, aber freundlicher vorgestellt. Und dann hat man so eine Kiste mit so einem Maschinengewehr, macht so wie in so einem Quentin Tarantino-Film. So einfach so splattermäßig abballern. Das wäre auch geil gewesen, jetzt, wenn wir es gemacht hätten. Das wäre auch jemand. Kennst du meine Lieblingsszene aus Jackie Brown? Oh, das wäre es gewesen. Robert De Niro spielt. Kennst du? Genau. Hast du Kennst du gesagt? Also Robert De Niro spielt zusammen mit Jane oder Bridget Fonda, also der Enkelin von Peter Fonda. Und die gehen über einen Parkplatz und Robert De Niro spielt göttlich. Ja? Der spielt einfach geil, der hustet die ganze Zeit. Und die beiden haben sich kennengelernt auf einer Party von Samuel L. Jackson, auf der Samuel L. Jackson und seine Freunde Videos von Frauen geguckt haben, die mit so Maschinengewehren spielen. Und die Videos heißen irgendwie Chicks on Guns. Und die gucken im Fernsehen nur diese Videos, wo Frauen im BH irgendwie so ballern. Und dann geht Samuel L. Jackson mit seinen Freunden weg. Robert De Niro bleibt alleine übrig mit Bridget Fonda. Und dann sagt sie, can I show you some pictures of my holidays? Und er sagt so, yes, show me.
Und dann sagt sie, and this is me in Tokyo, and this is me in San Francisco. Do you wanna fuck? Und er so, yes, yes. Nächste Szene, er bumst sie von hinten und hustet dabei. Und dann sind die ein Paar. Und sie fängt an, ihn kolossal zu nerven. Und in der Szene, über die ich sprechen wollte, gehen die über einen Supermarktparkplatz. Und er ist vergesslich und weiß nicht mehr, wo sein Auto steht. Und sie sagt, Louis, do you remember where the car is? Und er sagt, come on, don't talk to me. Louis, do you remember where the car is? You don't? Louis! Dann sagt er, look, don't say this fucking word anymore. Und dann sagt sie, Louis! Und dann nimmt er einfach eine Knarre und macht so, und geht so weiter. Der erschießt sie so beiläufig. Der macht so, und dann sagt er, I told you. Das wäre geil gewesen. So, ja. Sie war, I told you. Bisschen wie bei Thomas Bernhard. Kennst du das im Stimmenimitator, dieses wunderbare Stück, wo er den Schauspieler beschreibt, der sich vorgenommen hat, alle am Ende der Vorstellung zu erschießen, nee. Die an der falschen Stelle gelacht oder applaudiert haben. Geil. Und am Ende des Abends erschießt er das gesamte Publikum bis auf zwei Leute, weil alle nicht verstanden haben, was der Schauspieler eigentlich will. Welches Stück ist das? Das ist eben ein kleiner Text im Stimmenimitator. Und da in diesem sehr lustig geschrieben. Ja, ja. So, aber ganz ehrlich, ich will es mal von der positiven Seite sehen, ich mag auch dieses Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, ich bin hier, das ist so was Schwäbisches. Weißt du, ihr habt zahlt und wenn ihr das nicht kriegt, dann beschwere ich mich auch. Weißt du? So, ihr habt das zahlt. Das steht draußen. Und dann einfach zu sagen, ich gehe da auch hin und unter dem Motto, ich als der bezahlt hat, ich bestimme, was ich kriege. Mir macht es auch nicht viel aus, ehrlich gesagt. Also, das da? Also, ich habe das Geld wieder. Nein, deswegen. So, jetzt. Wir haben noch eine Viertelstunde bis zur Pause. So lang? Ja. Ja, da müssen wir jetzt aber was. Das müssen wir liefern. Wollen wir über. Ich hatte mir heute fest vorgenommen, nicht über Politik zu sprechen. Wollen wir? Sollen wir über Politik reden oder nicht? Ich hatte auch gedacht. Geil, auf wie Halbgar der Applaus. Ja, wir wollen auch nicht so richtig. Ja, bevor die wieder anfangen, über das Ficken zu reden. Bevor es wieder um eure Diäten geht und der eine erzählt. Wollen wir aber, ja, können wir gerne machen, eine Viertelstunde kriegen wir hin. Ja. Berlin-Wahl? Oh, nee. Das Armseligste an dieser Stadt ist, dass die CDU hier als Protestpartei gelten kann. Ja. Ja, mega. Mehr muss man nicht sagen. Ja, absolut. CDU und Protest. Okay, weiter. Nächstes Thema. Jede Stadt bekommt, was sie verdient. Und deswegen, also das Wahlergebnis ist eigentlich symptomatisch. Ne? Frech ist, dass die Grünen mit 18% denken, sie hätten irgendeinen Auftrag. Ja? Die SPD aber auch. Ja, aber ich habe als Kanzlerkandidat damals 7,2% gehabt und mein Auftrag war einfach nur gar nichts. Und ich habe mir auch nicht eingebildet, dass ich einen Auftrag habe. Aber das ist ja bei denen richtig frech. Auch wie die sich dann freuen so. Ne? Und immer, was ich übrigens geil finde, ist dieser Baukasten von Sprüchen. Zuerst einmal muss ich sagen, also wenn die verloren haben, sagen die immer, zuerst einmal möchte ich sagen, dass das wirklich eine sehr schwierige Wahl war. Unter Umständen, die man so nicht voraussehen konnte. Und ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die uns geholfen haben, den vielen Wahlhelferinnen und Helfern. Aber es ist natürlich auch, wir sind hinter unserem Ziel geblieben und wir müssen uns jetzt erstmal zurückziehen und darüber nachdenken, wie wir mit dem Wahlergebnis I told you! So, I told you, shut up! Ja, schön, das ist eine sehr schöne Franziska Giffey-Parodie. Ja, ja. Aber auch Giffey, geil, ne? Nach einem Jahr, wir hatten einfach zu wenig Zeit. Ne? Sie ärgert sich darüber, dass sie schlechter abschneidet, weil sie ein Jahr lang nichts gemacht hat, sondern also dafür muss ich jetzt aber belohnt werden. Auch nur das eine Jahr. Nur ein Jahr und schon muss ich wiedergewählt werden. Allein dafür habe ich 10% mehr verdient. Also geil. Aber was mich wundert, ist, dass niemand der anderen Parteien gesagt hat, wir haben unser wichtigstes Wahlziel erreicht, die FDP ist nicht drin. Weil das hat mich zum Beispiel gefreut. Also AfD fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass die AfD viel mehr bekommt. Aber die sind dann bei der CDU gelandet. Hättest du dir gewünscht? Ja, ich bin großer AfD-Fan. Ich weiß.
aber aus strategischen Gründen, um die CDU in die Bredouille zu bringen, ob sie dann doch nicht doch mit der AfD ins Bett steigt, wenn es drauf ankommt. Nee, ja, auch. Aber ich mag mittlerweile auch den Schrupalla, oder wie heißt der? Schrupalla. Tino? Mein Name ist leichter auszusprechen als der AfD-Politiker. Das ist schon komisch. Das zeigt, dass es einfach nicht funktioniert mit der Integration. Und zwar in beide Richtungen nicht. Ich finde, die sind so seriös geworden auch. Auch die Weidel ist mittlerweile super seriös geworden. Friedenspartei und Anti-Corona-Maßnahmen-Partei. Hat sich Sarah Wagenknecht angeschaut. Aber Sarah Wagenknecht möchte die Unterschrift von Tino Chrupalla nicht haben. Vorher nachdenken, Alte, habe ich mir gedacht. Ja, aber das geht mir genauso. Ich sage auch immer, ich will nicht, dass die Rechten meine Beiträge liken. Insgeheim freue ich mich aber. Also ich habe nichts in deiner gegen Position Rechte. Das Höchste, was du erreichst. Also ich habe nichts gegen Rechte, solange sie nichts gegen mich haben. Also mögt ihr mich, dann mag ich euch auch. Also wenn jemand von der AfD mich mag, hat er meine Sympathie sich verdient, und zwar redlich. Wer von der AfD mag dich denn? Hier, der Brandner mag mich sehr, der Stefan Brandner. Aus der Sendung? Ja, Stefan Brandner. Ja. Poggenburg mag mich sehr. Ja. Das ist übrigens auch geil, wenn so alte Ausschnitte hervorgekramt werden. Wir leben ja jetzt, das ist übrigens ein Thema, da können wir in der zweiten Hälfte drüber sprechen. Wir leben ja in einer Zeit, in der das vorhandene Material nicht mehr ausreicht, um sich zu empören. Und die Leute die Archive durchstöbern müssen, um was zu finden. Und jetzt hat jemand einen Ausschnitt gefunden aus meiner Talkshow bei NTV, die vor 8 Jahren oder wann immer auch lief, in der am Ende Poggenburg mit Melanie Müller tanzt zu einem Lied Deutschland vor noch ein Tor. und ich tanze da mit, aber wir haben die natürlich nach Strich und Faden verarscht. Und niemand weiß das und alle schreiben, hier, Sumunju und Poggenburg, hast du schon gesehen? War immer klar, dass das ein Nazi ist. War immer klar. Ja. Das war immer klar, der ist jetzt auch auf der anderen Seite. Bist du eigentlich auch schon beschuldigt worden, die Seite gewechselt zu haben? Schon häufig, ständig, jede Woche habe ich die Seite gewechselt. Ja, wenn ich bei Dieter Nuhr auftrete, heißt es, ja, da angekommen, das Schwein. Jetzt ist da einer von der Nuhr-Bubble. Was ist denn mit die Nuhr-Bubble? Und wenn ich dann bei Nuhr was sage, was Dieter Nuhr nicht sagt, weil Dieter Nuhr sagt ja schon, was er sagt, das muss ja nicht ich noch sagen, dann heißt es, der Nuhr-Seite, auf der anderen Seite, das linke Altloch. Ich bin jede Woche woanders und ich genieße es unglaublich. Jede Woche. Ich freue mich immer, wo ich gerade bin und versuche mich ein bisschen dran zu orientieren, ein bisschen was zu liefern in die Richtung, aber dann tue ich prompt wieder das Gegenteil. Ich habe mich nicht im Griff. Ach, du klärst es auf? Nö. Ich mache einfach, worauf ich gerade Lust habe. So. Und denke dann, oh, jetzt, das hat funktioniert, jetzt machst du davon noch was. Und dann mache ich aber wieder was anderes. Und schon sind die anderen wieder irritiert. Und das macht mir total Spaß. Ja, das ist super. Man muss die Hater jede Woche wechseln, wie Unterhosen. Einmal pro Woche Hater wechseln. Ja, das ist ja auch variabel, ne? Ja, das ist entscheidend. Nicht immer die gleichen, das ist langweilig, wird vorhersehbar. Ich habe dir mal von meinem Experiment erzählt, nur noch Bilder zu posten. Von Ricarda Lang. Das habe ich mitbekommen. Nein. Das kann ich nur kritisieren. Nee, das war super, das war super. Nice. Das war Fat-Shaming, Body-Shaming, politisches Statement, Ironie und Kabarett. Also es war alles in einem. Aber das war nicht das Ding. Ich habe ein Bild gepostet von zwei sich küssenden Männern. Und zwar ein Bild von Pierre und Gilles, zwei sehr bekannte Künstler aus Paris. Und das ist wirklich geil, wie du dann so deine Facebook- oder whatever-Follower so identifizieren kannst. Ich habe selten so krasse, schwulenfeindliche Kommentare gelesen wie da. Und von Leuten, die wirklich auch... ich weiß nicht, ob sie es dachten oder ob ich es ausgestrahlt habe. Wie, jetzt bist du auch noch schwul? Das hätte ich nie gedacht. Nazi, okay. Türke, okay. Aber schwul, da hört's auf. Das war's wirklich. Ich war immer dein Fan, das war's. Ja. Danach habe ich dann ein Bild gepostet von Erdogan, wie er ein kleines Kind streichelt. Und dann kam, ach, jetzt bist du auch noch Erdogan-Büttel. Jetzt bist du auch noch einer von denen. Und du kannst eigentlich, egal was du postest, du kriegst immer die gleichen Reaktionen. Flexibel. Und man hat das Gefühl, die Leute erneuern sich auch. Also es ist nicht die gleichen. Ich glaube, es sind einfach immer die gleichen. Nee. Doch. Ich glaube, die stehen so sektionsweise vor der Facebook-Tür. Und wenn die eine Riege weggegangen ist, kommt die nächste. Es sind immer die gleichen Leute, die sich über unterschiedliche Themen gleichermaßen immer aufregen können. Und zwar den ganzen Tag, weil sie nichts anderes zu tun haben, als das zu tun. Bei uns ist geil, dass die immer dann die Stellvertreterschuld bringen, ne? Ja. Hast du mal gehört, was dein Kollege Schröder gesagt hat? Was sagt denn Radio 1 zu dem, was so Mundschuh da macht? Wie lange kannst du noch mit dem zusammenarbeiten? Fick dich, solange ich Bock hab. I told you. Genau. So, Berlin-Wahl haben wir. Ja,
Gas Berlin. Ukraine-Krieg können wir drüber reden, das ist geil. Ukraine-Krieg ist immer ein gutes Thema. Ukraine-Krieg ist ein geiles Thema, können wir drüber reden. Da ist ja die Bevölkerung sehr gespalten. Habe ich auch gehört, ja. Habe ich auch gehört. Die Bevölkerung ist sowieso sehr gespalten. In allem. Ja. Deutschland ist ein Spaltarsch geworden. Die Gesellschaft bricht förmlich auseinander. Die Gesellschaft bricht auseinander. Es geht ein Riss durch die Gesellschaft. Ja. Aber solange in Berlin 28% CDU wählen, ist die Gesellschaft noch nicht gespalten genug. Ja, ja. Andere Gesellschaften sind da viel homogener. Ne? Die französische zum Beispiel. Die französische zum Beispiel. Sehr homogen. Keine Probleme. Nein, nein. Die türkische. Innerhalb der Städte in Frankreich läuft es total homogen. Allerdings hatten wir ein Thema, jetzt fällt es mir ein, da müssen wir doch drüber reden. Und das ist ein sehr ernstes Thema. Vielleicht ist es auch gut, dass sie dann weg ist. Das Erdbeben in der Türkei. Ja. Und wie kriegen wir jetzt die Kurve? Also erstmal ist es eine ganz schreckliche Katastrophe. Wollen wir das jetzt nochmal oder im zweiten Teil? Wir können das jetzt auch machen und den zweiten Teil schauen wir mal. Ja. Okay, ja. Es ist ganz schrecklich. Also ich glaube, die Zahlen werden ins Sechsstellige gehen. Ich befürchte das sehr. Und das Schlimme ist, dass die Aufarbeitung, also die politische Aufarbeitung und auch die Vorbereitung, also dieses Zustands, dieser Krise, die kommen wird, das wusste man in der Türkei, sträflich vernachlässigt wurde und wird. Und das liegt wirklich daran, dass nach dem Erdbeben damals in der Region Istanbul, in Yalova, es einen Topf gab, einen Fonds, in den 50 Milliarden Euro eingezahlt wurden zur Erdbebenprävention. Und von diesem Geld ist kein Pfennig da. Es ist nichts übrig. Niemand weiß, wo dieses Geld ist. Und es ist alles in die Taschen von korrupten Bauunternehmern geflossen, die mit baufälligen Materialien Häuser aus dem Boden gestampft haben und diese Menschen ihrem Schicksal überlassen haben. Und jetzt liegen diese Menschen unter diesen Trümmern, und zwar nicht nur in der Türkei, man muss dazu sagen, auch in Nordsyrien. Und jegliche Hilfe kommt zu spät. Das ist eine Katastrophe immensen Ausmaßes. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das hier an dieser Stelle auch mal sagen, trotz aller Albernheiten, dass unser Mitgefühl dorthin geht und dass wir auch daran erinnern möchten, dass es eben nicht nur Abende gibt, bei denen man sitzt und lacht, sondern dass es außerhalb dieses Raums eben auch sehr viel Leid gibt und unsere Anteilnahme wichtig ist. Ja, absolut. Ja, wir können, also ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Sag bitte was dazu noch. Aber mir geht es ganz wichtig darum zu sagen, wir haben eine Wahl in der Türkei dieses Jahr. Erdogan. Das wollte ich dich fragen, wie du das einschätzt. Wie du einschätzt, was das für Erdogan bedeutet, was das für die Wahlen bedeutet. Welchen Einfluss hat es, welchen kann es überhaupt haben? Also der Status quo ist ja, dass die Opposition in der Türkei faktisch ausgeschaltet ist. Ja. Der Parteivorsitzende der HDP sitzt seit geraumer Zeit im Gefängnis und hat schwere Vergiftungserscheinungen. Man geht davon aus, dass das tatsächlich seine Gründe hat, ähnlich wie in Russland, wo ja auch Oppositionelle und Dissidenten vergiftet werden. Und der Rest der Opposition, die CHP, das ist die Partei Ecevit und andere Parteien, die neu gegründet wurden, werden immer wieder daran gehindert, in irgendeiner Form an die AKP ranzukommen, weil entweder ihre Vorsitzenden mit banalen Vorwänden vor Gerichtsprozesse gestellt werden oder diese Parteien einfach blockiert werden und ihre Möglichkeiten eingeschränkt sind. Das geht so weit, dass man kann sich das hier kaum vorstellen. Und ich muss dazu sagen, wir reden über ein Land, das 5 Milliarden Euro bekommen hat von der Bundesrepublik Deutschland, um die Flüchtlingsströme an der türkischen Grenze zurückzuhalten und damit einen Autokraten, einen Diktator gefördert hat, der heute fester denn je im Sattel sitzt und die Bevölkerung in Schach hält. Und diese Situation, die dort entstanden ist, dass nämlich die Medien in der Hand Erdogans sind, dass die Gerichte in der Hand Erdogans sind, dass er das Grundgesetz so geändert hat, dass er unantastbar zu sein scheint, führt dazu, dass man nahezu sicher davon ausgehen kann, dass kein Wahlergebnis der Welt dafür sorgen wird, dass er freiwillig seinen Hut nimmt. Und tatsächlich ist es so, der Istanbuler Bürgermeister, der sein größter Widersacher war, stand ja vor kurzem vor Gericht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil er wortwörtlich gesagt hat, das sei ja blöd.
Ja, also auf Deutsch übersetzt, das sei ja vollkommen blöd. Abtal ist das Wort für blöd. Und dafür wird er jetzt für 2 Jahre in den Knast gehen. Also wenn man das alles sieht, ist die Perspektive für die Türkei katastrophal. Und wenn man dann auch noch weiß, dass die Türkei ein sehr wichtiges Schwellenland ist, gerade jetzt im aktuellen Konflikt auch mit der Ukraine und Russland, dann ist es dringend an der Zeit, vor allen Dingen von der Bundesrepublik Deutschland aus, den Dialog zu suchen und die oppositionellen Kräfte, die demokratischen Kräfte in der Türkei weiter zu stärken und die Ableger Erdogans in Deutschland zu schwächen. Das heißt, die DİTİB, die hier Moscheen baut, die ihre Organisationen, ihre Strukturen weiter ausbaut, daran zu hindern, dass sie es tun kann. Aber leider endet da unsere Toleranz, denn die DİTİB hat zum Beispiel auch in Köln die große Moschee gebaut mit Unterstützung der AKP aus der Türkei. Und solange das in Deutschland so bleibt, dass man in seinem Bemühen, tolerant zu sein, nicht auch differenziert intolerant sein kann, werden diese Strukturen nicht aufgebrochen. Und wir müssen damit leben, dass Erdogan weiter an der Macht bleibt. So, machen wir Pause an dieser Stelle, ja, wenn auch an ernster Stelle, aber das war genauso, wie sie sich das gewünscht hat. Genau. Nicht zu fröhlich in die Pause gehen, nicht zu kabarettistisch genau werden, sondern wir gehen jetzt einen saufen. Für das viele Geld betrinken wir uns jetzt heillos und ja, du frisst dich voll. Ja, machen wir. Bis gleich. Bis gleich. Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. So, jemand gegangen in der Pause, von dem wir nicht wissen, dass er gegangen ist. Bei uns in der Garderobe hat sich leider niemand gemeldet. Wir sind jetzt nicht ganz auf dem Stand der Dinge. Vielleicht sind Leute weg, von denen wir es nicht wissen. Alle erschossen. Wahrscheinlich. Ja, lass uns direkt loslegen, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Politik, Psychologie, beides? Beides, immer beides. Gibt es irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt? Etwas, was dich ärgert oder etwas, wo du sagst, ja, das ist mein Thema? Was mich ärgert nichts, ich bin total zufrieden mit der Welt. Ja. Durch und durch. Deswegen konnte ich auch kein Kabarett machen, das war das Enttäuschende. Mir geht's zu gut. Ja. Mir geht's zu gut, ich habe keine Probleme und deswegen... Oder wir wiederholen nochmal die Alkoholpassage. Wir können die von vorne machen, so als hätten wir die noch nie gemacht. Radikal, ja. Radikal von vorne nochmal oder genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja eben so ironisch gesagt, es gibt so eine Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Es gibt etwas, was mich ratlos zurücklässt. Nämlich, das ist so tausendmal schon gesagt, jetzt wiederhole ich irgendwas, was wir schon so oft gesagt haben. Deswegen, ich will es neu sagen. Ja. Es gibt ja eine Verschiebung der Perspektive, die wir gerade erleben. Grün ist nicht mehr grün, blau ist nicht mehr blau, gegen ist für ist gegen. Begriffe wie Krieg werden plötzlich von Leuten besprochen, die vorher ganz anders darüber geredet haben. Dann gibt es aber auch innerhalb dieser Perspektivwechsel Leute, die erneut ihre Perspektive wechseln. Also im Thema Corona zum Beispiel, wo es im Augenblick fast wie so ein Wettbewerb ist, dass man sich zu den Widerständigen zählt und im Nachhinein sagt, nee, ich war da auch immer ganz kritisch. Also ich habe das nur mitgemacht und das war unmöglich, was da alles passiert ist. Das war vor einem Jahr, das ist ganz schrecklich. Und das waren aber alles Leute, die das mitgemacht haben und die auf Twitter gepostet haben, ich bin 4-mal geimpft. Und die jetzt sagen, das war schon, also haben wir die Demokratie ausgehebelt und ich habe Deutschland nicht wiedererkannt und so. Also es gibt auch diesen doppelten Sprung. Und ich verzweifle so ein bisschen daran, mir eine Lösung zu geben, wie ich damit umgehen kann und will. Also ich habe manchmal Momente, wo mich das wahnsinnig wütend macht und ich dann provozieren will. So wie ich das eben erzählt habe. Ne? Man kann ja auf Social Media heute viel experimentieren. Und wo ich dann denke, okay, dann stellen wir euch jetzt bloß, indem wir die Beliebigkeit eurer Antworten so inflationär provozieren, bis ihr selbst vielleicht merkt, dass diese Antworten gar keine Bedeutung haben. Hat einen begrenzten Befriedigungswert. Dann gibt es die Möglichkeit, so in den Infight zu gehen, ne? Und zu denken, okay, ich versuche jetzt zu überzeugen. Oder versuche erstmal selbst rauszufinden, was meine Überzeugung ist. Und dann fällt man auch wieder in so ein Loch und denkt so, ich habe gar keine.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu denke. Ich bin auch irgendwie infiltriert oder angesteckt von irgendwelchen Debatten und habe das Gefühl, ich muss jetzt dringend eine Meinung dazu haben. Und in diesem komischen Ungleichgewicht, kannst du mir folgen, was ich erklären will? Ja. In diesem komischen Ungleichgewicht bleibt man so hängen zwischen latenter Aggression und Ignoranz. Also man wird so ein bisschen stumpf. Und ich habe mich, bevor wir heute auf die Bühne kamen, gefragt, sollen wir darüber reden? Also sollen wir das zu unserem Thema machen? Können wir irgendwas dazu beitragen? Oder ist das ein Thema, was jetzt so mittlerweile von 1000 Leuten besprochen wird? Und ja, die Woke-Gesellschaft, die macht uns das Witzemachen schwer. Und man kann ja nicht mehr für oder gegen sein, ohne dass man verdächtigt wird. Bla, bla, bla. Nee, klar machen wir das, weil wir uns ja genau diesen Kategorien entziehen. Und weil sie uns für uns ja keine Rolle spielen. Deswegen, natürlich können wir darüber reden. Meinst du jetzt speziell das Corona-Thema oder? Ich meine eigentlich alle Themen. Also mich gibt es keinen Unterschied. Es geht jetzt, das haben wir ja schon mal gesagt in unserer Sendung auch. Wir haben vieles in unserer Sendung schon gesagt, deswegen wird es auch Zeit aufzuhören irgendwann. Aber es gibt wirklich nur noch entweder oder, schwarz und weiß, für oder gegen. Und es ist in so vielen Dingen, habe ich mittlerweile das Gefühl, ein Zeitdruck entstanden, sich äußern zu müssen, sich bekennen zu müssen, Partei ergreifen zu müssen, auf irgendeiner Seite zu stehen, dass dadurch alles kaputt gemacht wird, was irgendwie fruchtbar sein könnte in einem Gespräch und auch gar keine Perspektive mehr entsteht, wie man gemeinsame Kompromisse entwickeln kann. Sondern es ist nur noch Verurteilung, Anklage, Affekt, Aggression und nicht, hey, was willst du eigentlich? Warum willst du das eigentlich? Können wir darüber reden und kann mir das was geben? Bringt dir meine Meinung was? Haben wir Zeit zu entscheiden, ob wir überhaupt entscheiden wollen? Das ist so, Verstehe. Also lass uns noch mal konkret am Corona-Thema vielleicht klar machen. Ich habe letzte Woche mit großer Begeisterung die Lanz-Sendung gesehen. Oh, hör auf. In der Lauterbach war. Lanz ist so ein Opportunistenschwein, ey. Das ist so unfassbar. Es geht nicht um Lanz. Doch. Es geht nicht um Lanz. Okay, ja, dann lass uns kurz über Lanz reden. Ja, ich war auch erstaunt. Alter, der hat so gehetzt vor 2 Jahren. Und dann sitzt der wirklich da wie der Corona-Maßnahmen-Gegner Nummer 1 und nimmt mit 3 Lakaien den Lauterbach in die Klammer. Hab ich auch gesehen. Dem er vorher... Ja. Metertief in den Arsch gekrochen ist. Absolut. Lass uns trennen. Dann lass uns über Lauterbach. Nein, ich wollte Lanz reden. Ich war noch in der alten Phase. Ich wollte nicht über Lauterbach reden, ich wollte über Lanz reden. Aber ich habe die beiden noch als Einheit gesehen. Ich bin vor einem Jahr stehen geblieben. Deswegen habe ich die noch als Einheit gesehen. Geil auch, dass der Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland sagt: Ja, manches, was wir gemacht haben, war Schwachsinn. Was? Ja, das hau doch ab, dann geh doch! Ja, aber das ist ja gut, dass er das tut. Nee. Ja, doch. Dass er nicht geht, ist scheiße. Aber das wünschst du dir doch gerade, dass er das sagt. Ich will, dass der einen Abgang macht, weil das ein Besowski ist, der nicht weiß, was er sagt. Das ist mir jetzt auch... Das ist Quatsch, das stimmt auch so. Doch, nicht. Das ist so. Nein. Nimm den nicht in Schutz. Ich nehme den nicht in Schutz, aber das ist undifferenzierte Scheiße. Also, nein. Land... Das ist, wir müssen das ordnen. Wir müssen das jetzt mal ordnen. Lauterbach ist nicht, das ist... Was denn? Reg dich nicht so über den auf, das hat er nicht verdient. Du hast doch die Lanz-Sendung gesehen. Ja, so, und ich wollte es ja gerade ordnen. Hast du den Ausschnitt mit Tegnell gesehen? Mit was? Tegnell, diesen Gesundheitsminister von Schweden? Ja, natürlich. So, wo Lanz mit ihm spricht, übrigens auch geil, an einem sehr kalten Tag in Stockholm. Oh, der Lanz war an einem kalten Tag in Stockholm. Er musste frieren. Was für ein Supermann. Also, ja, Lanz... Und dann sagt er, und dann spricht er mit Tegnell, entschuldige, und dann sagt halt Tegnell, ja, wir haben halt einen anderen Umgang damit gehabt und so, die Zahlen sprechen auch dafür. Und dann sagt Lanz, und das fand ich total geil eigentlich, so hätte ich mir Lanz die letzten 2 Jahre gewünscht, am selben Tag tweetet Lauterbach, wie kann sich jemand so geirrt haben, und ich weiß jetzt nicht, wie der Originaltweet geht, und warum er nicht einen ehrenhaften Rücktritt in Betracht zieht, wo man denkt, du solltest den ehrenhaften Rücktritt in Betracht ziehen. Vor allem, wie kannst du als Minister aus Deutschland jemandem in Schweden den Rücktritt nahelegen? Das ist auch schlechter politischer Stil. Ja, ich glaube, was man trennen muss, ist die Situation, in der wir damals waren. Und das ist ja das, was du zu Recht beklagst. Viele Leute haben damals Dinge gesagt, zu denen sie heute nicht mehr stehen. Und das stimmt ja auch. Es gab Leute, die damals härteste Maßnahmen befürwortet haben und heute so tun, als wären sie immer für die Freiheit gewesen und als sei das ja eigentlich immer nur ein Irrtum gewesen. Und das finde ich falsch. Du warst auch für harte Maßnahmen. Absolut, aber ich stehe auch dazu.
Und ich finde im Nachhinein auch vieles falsch, was ich damals gesagt habe. Gut, ja. Das finde ich bewundert. Und ich finde, ich war damals sehr unentschieden, aber im Zweifel für die Impfpflicht. Im Nachhinein würde ich sagen, nö, das war die Position, würde ich heute so nicht mehr sehen. Die war im Nachhinein falsch, die war wahrscheinlich auch schon damals falsch, aber ich weiß, warum ich damals so argumentiert habe. Ja, und und es geht auch heute darum zu sagen, okay, was war damals? Was habe ich aus dieser Situation heraus, und wir sind ja darin wunderbar nachweisbar, was habe ich in dieser Situation, in der das war, in diesem Moment versucht zu verstehen, was ist mir gelungen zu verstehen und was ist mir aber vielleicht auch nicht gelungen zu verstehen. Und insofern stehe ich zu allem, was ich jemals gesagt habe. Ja, ich weiß, und ich war auch zum Teil sehr, sehr hart, viel härter als du. Ja. Und es gibt Punkte, da sage ich, weiß ich, war damals richtig, ist es heute nicht mehr. Aber ich kann zu meiner Argumentation stehen. Und es gibt Dinge, wo ich sage, da lag ich aber im Nachhinein auch damals schon falsch. Aber ich stehe dazu. That's fucking business. Business heißt Fehler machen, falsch argumentieren und danach sagen, ja, es war falsch. Heute sehe ich es vielleicht anders. Das ist es. Ja. Und nicht so zu tun, als sei man immer auf der Seite der Freiheit gewesen oder immer auf der Seite derer, sondern sagen, ja, ich bin fehlbar und das ist das Gute, weil ich versuche, die Welt zu verstehen. Na, wir haben ja aber, Moment, lass mich das, also sofort. Es gibt eine Sache. Ein Satz noch, ich versuche wirklich mit tiefer Ernsthaftigkeit, egal in welcher Form, ob wir hier miteinander reden oder wie immer, die aktuelle Situation zu verstehen. Und wenn man mir 2 Jahre danach sagt, damals hast du Scheiße geredet, dann soll man das bitte tun. Ich bin der Erste, der sagt, wahrscheinlich habe ich es getan. Und wenn ich es verteidige, dann verteidige ich es aus Gründen. Und dann kann man immer noch gegen mich sein. Was nur verkackt ist, wenn Leute so tun, als wäre das, und das ist das andere, damals hat er aber das Gegenteil gesagt. Ja, vielleicht habe ich das Gegenteil gesagt. Und es geht doch nur darum, möglichst transparent zu machen, dass man das Gegenteil gesagt hat. Das Schlimme ist nicht, dass man es getan hat. Das Schlimme sind Menschen, die 20 Jahre das Gleiche sagen, immer in die gleiche Richtung rennen, Ideologen sind, nichts mehr verstehen von der Welt, immer glauben, sie haben Recht und sich nie verbessern, nie relativieren, nie einen Fehler eingestehen. Und deswegen versuche ich da so offen wie möglich zu sein und zu sagen, ja, ich habe viel gesagt, werft es mir entgegen und ich sage euch, nicht die Absicht. Das war nicht meine Absicht. Ich bewundere und schätze dich sehr dafür, dass du dazu bereit bist, auch dich zu korrigieren und dass du das Selbstbewusstsein hast, zu sagen, und ich glaube, dafür muss man auch selbstbewusst sein, ich habe was falsch gesagt oder ich denke heute anders. Das finde ich ganz toll und das macht mir auch großen Spaß an uns beiden. Ne? Und ich habe diese Folgen, in denen ich das Gefühl hatte, dass du so ein bisschen davon galoppiert bist, auch nochmal gehört, wo ich gemerkt habe, du warst da sehr wütend, es war irgendwie das zweite Corona-Jahr, wir waren im Lockdown übrigens zu der Zeit. Und dann kam diese Frage, kann man noch mehr Einschränkungen fordern? Was machen wir mit den Ungeimpften? Die Debatte wurde immer schärfer. Die Pandemie der Ungeimpften war plötzlich dieses Stichwort. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, will das gar nicht analysieren. Irgendwie hast du dich da treiben lassen, so wie wir das ja oft auch in unserem Podcast machen und ich ja auch. Ne? Und vielleicht sogar in dem Augenblick vergessen, dass das übrig bleibt. Ja, dass das, was man sagt, aufgezeichnet wird und man es eben 2 Jahre später nochmal hören kann. Und es ist doch gut so. So muss es sein. Absolut. Aber dazu kommt eben, und ich habe die anderen Podcasts davor auch nochmal gehört, dass wir von Anfang an eigentlich immer sowohl kritisch waren gegenüber den Maßnahmen. In einer Folge sagen wir sogar sehr deutlich, dass wir eine Exit-Strategie brauchen, weil sich die Regierung irgendwie verlaufen hat und weil sie nur noch irgendwie ganz blind fährt und nicht weiß, wohin das führt. Und in anderen Folgen, auch je nach Tagesform, sind wir auch manchmal dafür und sagen, ja, jetzt muss irgendwie jeder sich auch mal impfen lassen, damit wir einen Fortschritt haben. Also es ist ein Abwägen. Mhm. Und das, ich will zurückkommen, ja, sag kurz und dann rede ich weiter. Nein, erzähl weiter, ich wollte nur auf die Gegenwart kommen, weil ich von der Lanz-Sendung bewusst ausgehen wollte, um über das zu reden, was jetzt ist. Aber ich wollte und ich will nochmal auf meine Theorie davor zurückkommen, bitte. Die nämlich was damit zu tun hat. Da wird für mich deutlich, was mir fehlt, also das nämlich, was wir beide immer wieder versucht haben, ohne uns jetzt zu beweihräuchern, nämlich zu zeigen, wie man abwägen kann, gemeinsam, ohne dass man sich entscheiden muss und am Ende vielleicht sogar sich korrigieren muss. Ja? Und das ist etwas, was auch bei der Ukraine-Geschichte so war, ne? Bei dieser einen Folge, wo wir hier im Tipi waren und uns vermeintlich gestritten haben, wo ich auch davon ausgehe, dass wir heute anders reden.
und dass viele Dinge, die wir da auch im Affekt gesagt haben, eine Art Gedankenfindung war, eine öffentliche Gedankenfindung war und Dinge sich jetzt entwickelt haben und man dazu auch anders reden würde. Und das ist etwas, was ich vermisse in großen Teilen der Bevölkerung. Also wo ich merke, ich habe da keine Antwort für. Entweder fehlt denen die Diskursfähigkeit oder wie du gesagt hast, wie sagst du es? Es gibt doch dieses Dingsbums, was du immer sagst. Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz. Mein Lieblingswort. Ja. Oder aber, das aber fehlt. Gut. Oder wir haben es irgendwie verlernt, weil auch dieses Tempo durch die neuen Medien, die dazugekommen sind, die das ja ganz stark beeinflussen. Ne? Also die Social Media, Twitter etc. blablabla hat ja eine Dynamik reingebracht, die es früher nicht kam. Weil das Tempo so hoch geworden ist, dass man das Gefühl hat, man bleibt außen vor, wenn man nicht unmittelbar sofort was dazu beiträgt. Und das ist das, woran ich gerade so ein bisschen hänge und überlege, was können wir als Künstler eigentlich heute dazu leisten, außer, dass wir uns über irgendwas lustig machen oder Ansprüche bedienen. Weil das zum Beispiel, was heute Abend passiert ist, hat es ja sehr gut demonstriert, dass Leute Ansprüche an uns stellen und wir diesen Ansprüchen auch erliegen können. Was ja super verlockend ist. Ich will, dass die Frau hier bleibt und ich will meinen Fuffi auch wieder zurückhaben. Das vor allem Letzteres. Zu Recht. Ja, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Mhm. Die Frage ist, welche Aufgabe haben wir? Also, wenn man sich die Corona-Sendung anguckt, da von Lanz letzte Woche, da saß ja Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel. Ja. Von Anfang an, wie ich fand, hoch überzeugend, und zwar als ehemaliger Staatsanwalt, die Position des Rechtsstaats vertreten hat. Und ich habe das immer verfolgt und ich fand das immer überaus bereichernd. Ich habe sein Buch gelesen, das sehr lesenswert ist, Not und Gebot, was er relativ früh in der Pandemie geschrieben hat und der immer gesagt hat, ich habe die Bundesrepublik nicht wiedererkannt, ich habe meinen Staat nicht wiedererkannt, ich habe die Politik nicht wiedererkannt, die Gerichte haben versagt, das Verfassungsgericht hat versagt, da war diese Landsendung wirklich gut. Und Lauterbach, der das aus medizinischer Sicht nochmal dargestellt hat und seine Position zum Teil verteidigt hat, zum Teil auch nochmal erklärt hat, zum Teil, wie ich fand, auch sehr nachvollziehbar erklärt hat, zum Teil hätte er für meinen Geschmack aber auch ein bisschen selbstkritischer sein können und durchaus auch eingestehen können, dass er zum Teil auch übers Ziel hinausgeschossen ist und zum Teil auch populistisch wurde im Glauben, dass er auf jeden Fall recht hat. Da war er mir ein bisschen zu verteidigend, aber man konnte an diesen beiden Kontrahenten, und das fand ich so schön, sehen, dass man zum Teil auch einfach aus verschiedenen Welten argumentiert. Und Lauterbach argumentiert aus einer bestimmten Position heraus als Mediziner und als Epidemiologe, der innerhalb dieser Gruppe wiederum eine bestimmte, man nannte sie Team Vorsicht, Gruppierung vertrat. Die war legitim, aber er hat sich nie absolut gesetzt. Er hat auch immer andere Stimmen stark gemacht, wie Hendrik Streeck oder andere, die wesentlich liberaler waren als er selbst. Und dann hast du auf der anderen Seite Prantl, der aber aus der juristischen Welt argumentiert und der aus der rechtsstaatlichen Sicht argumentiert und beide Argumente gelten lassen zu können, ohne zu sagen, das ist aber der Lauterbach, der Vollidiot, der war immer ein Idiot, oder der Prantl, das ist einfach ein Spinner, das ist ein halber Corona-Leugner. Prantl war nie ein Corona-Leugner. Prantl hat das immer ernst genommen, dafür ist er viel zu schlau. Aber er hat aus der juristischen Welt argumentiert. Und das Schöne ist doch eigentlich, dass wir davon lernen können, dass da Experten sitzen, der eine aus dieser, der andere aus der anderen, und sagen können, geil, vielleicht müssen wir auch gar keine Lösung finden. Vielleicht hat nicht der Recht oder der. Vielleicht gibt es Teile, wo man sagen muss, ja, da bin ich bei Prantl, da bin ich bei den anderen. So wie es mir auch geht. Ich bin im Nachhinein in vielen Punkten bei Lauterbach. Ich bin aber auch in vielen nicht mehr bei ihm. Und ich bin in vielen so, dass ich sage, nee, ich hätte mir auch mehr, ich glaube, im Nachhinein würde ich mir auch mehr Eigenverantwortung wünschen. Und es kotzt mich an, dass es bis heute Leute gibt, die twittern, wenn du den Leuten Eigenverantwortung gibst, dann gibt den durch Deutschland, dann sterben Millionen. Wo ich dann immer denke, sag mal, was ist denn das für ein Menschenbild? Leute, die sich sonst als Grüne und Linke bezeichnen, haben kein Vertrauen, dass Menschen mit Eigenverantwortung auch umgehen können. So als liefen nur Deppen rum, die sich gegenseitig anhusten, sobald man ihnen nicht die Maske per Gesetz vorschreibt. Und ich möchte dieses Menschenbild nicht teilen. Und gleichzeitig kotzt mich diese Kubicki-Eigenverantwortungsdefinition an, nämlich alles freimachen, wo ich denke, nee, du hast halt auch gar keine Ahnung. Du bist halt auch ein Schwätzer. Ich glaube, es gibt eine Form von Eigenverantwortung, von Zutrauen an Menschen, dass sie Entscheidungen treffen wollen und können und dass sie nachdenken wollen und nicht sie zu Idioten zu erklären, wie es leider viele Linke tun, aber auch nicht wie die FDP zu sagen, alles frei, keine Einschränkung, sondern dazwischen irgendwo liegt die Wahrheit und mir fehlt das Zutrauen.
zutrauen an Menschen, von denen ich immer noch im tiefsten Innern glaube, dass sie vernunftbegabt sind und dass sie sich nicht schaden wollen. Und das ist für mich der Begriff von Eigenverantwortung. Und der hat mir gefehlt in der ganzen Debatte. Und zwar sowohl von Lauterbach als auch von denen, die immer geschrien haben, alles öffnen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ich will gar nicht in so eine Corona-Diskussion einsteigen, weil das ist alles gesagt. Aber die Frage ist eben das, worüber wir jetzt im Augenblick reden, wie arbeiten wir das auf? Was ist da passiert? Und erstmal zählen für mich die Fakten. Und man kann retrospektiv doch sehr gut sagen, was war richtig, was war falsch. Und man muss aber dabei natürlich auch in Betracht ziehen, dass man zu einer gewissen Zeit gar nicht wissen konnte, was richtig und falsch ist. Genau. Da gebe ich dir sehr recht, und da gebe ich auch denen recht, die das in Schutz nehmen. Wir selbst haben das erfahren und wir haben es auch thematisiert, dass am Anfang 2020 das eine Krankheit war, die man nicht einschätzen konnte und der erste Lockdown erschien uns allen noch sehr sinnvoll. Es ging meiner Meinung nach erst dann los, als diese gravierenden Eingriffe ins Grundgesetz passiert sind und man gemerkt hat, es gibt einen beträchtlichen Teil in der Bevölkerung, der damit nicht einverstanden ist und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann ist es polemisiert worden. Dann haben auch Politiker angefangen, diese vermeintliche Minderheit, die ja eine große Anzahl von Menschen war, zu stigmatisieren und sie in einen Topf zu schmeißen mit Rechtsradikalen, mit Querdenkern, mit komischen Ideologien und so zu tun, als wären das alles Leute, die nicht solidarisch sind, die nicht loyal sind und die nicht akzeptieren, dass in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, manchmal auch Vernunft Entscheidungsgrundlage sein muss und nicht nur eine Emotion. Aber das war ungerecht, weil es gab nicht nur eine Gruppe, die das gemacht hat, die homogen war, sondern es gab, bis heute sind ungefähr 30 Millionen Menschen nicht geimpft, schätze ich jetzt mal. Es gab viele sehr unterschiedliche Gründe dafür, sich nicht impfen zu lassen und noch mehr unterschiedliche Gründe, mit den Maßnahmen nicht einverstanden zu sein und mindestens genauso viele Gründe zu hinterfragen, ob das, was die Politik in dem Moment gemacht hat, gerechtfertigt war und angemessen. Und diese Eingriffe ins Grundgesetz waren für mich eine Demarkationslinie, an der Dinge passiert sind, die heute auch irreversibel sind. Also da sind Gesetze geändert worden, die unsere Freiheit massiv einschränken. Und da sind Leute auch ausgegrenzt worden in einer Art und Weise, wie es in einer demokratischen Gesellschaft nicht sein darf. Und dass das passieren konnte, ohne dass die Politik sich selbst auch in Frage gestellt hat, und das ist das, was ich mir von Lauterbach am meisten gewünscht hätte, und sich vielleicht auch entschuldigt bei den Menschen, statt im Nachhinein zu rechtfertigen, warum sie es getan haben, das ist etwas, was mich sehr ärgert und weshalb ich dann selbst polemisch bin und sage, Lauterbach ist ein Besowski. Ja? Aber das ist bis zum heutigen Tage nicht passiert. Und das würde ich mir wünschen, dass also auch Leute, selbst Drosten, der ein sehr kluger Mann ist, sagt, ey, es tut mir leid, wir haben Menschen Unrecht getan, aber wir wussten auch nicht eine bessere Lösung. Es tut mir leid, wir haben Kinder dazu gezwungen, eine Maske zu tragen, obwohl das nicht nötig war. Das tut mir im Herzen leid, weil das keine Absicht war, Menschen zu drangsalieren, sondern wir hatten nur die Absicht, Menschen zu schützen. Warum geht denen das nicht über die Lippen? Warum sitzen sie dann trotzdem da und streiten über richtig und falsch? Und ganz schlimm ist natürlich, wenn so jemand wie Lanz, ja, der für mich, ich kann ihn gar nicht mehr ernst nehmen, diesen Kasper, ja, in einer Sendung so spricht und dann so spricht und immer wieder auch selbst nicht die Eier hat, in einem 1-zu-1-Gespräch die Leute zur Rede zu stellen, sondern sich dann immer ein Tribunal von Gleichgesinnten sucht und sagt, ich werf das mal hier so in die Runde. Zerfleischt ihn! Ne? Mach's doch selber! Ich glaube, das war der Moment, wo selbst dir Lauterbach leid getan hat, oder? Ja, wo ich dachte, ey, du lädst den ein, dann hab doch die rhetorische Fähigkeit und die Werf, dich in diesem Gespräch den Argumenten zu stellen und sie mit besseren Argumenten zu widerlegen. Ja, aber nein, dann bemüht er den Prantl und den anderen Typ, ich weiß gar nicht, wie die alle hießen, und diese sehr ehrenwerte Frau, die da auch da war, um ihm irgendwie die Stange zu halten. Und es ist genau das gleiche Prinzip wie bei der Ulrike Gero-Sendung, wo Ulrike Gero alleine da saß und drei Gegner ihr gegenüber saß. Wo ich denke, ist das nicht die Fortsetzung des Gesprächsniveaus, von dem ich eben gesprochen habe? Nämlich die Kategorisierung in richtig, falsch, für mich, gegen mich? Ist das ein Vorbild für einen demokratischen Diskurs, in dem man auch andere Meinungen zulässt und abwägt und vielleicht auch, egal ob es jetzt ein Gleichgewicht oder ein Ungleichgewicht gibt, erstmal ein Gespräch miteinander führt und nicht andere Leute niedertrampeln will, um der Quote oder der Gefälligkeit willen?
Und jetzt lass mich das noch schnell ergänzen. Jetzt kommen wir, wie gesagt, ich will nicht in das Corona-Thema einsteigen, da könnten wir lange drüber reden. Ja. Jetzt kommen wir zu dem, was mit Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gerade passiert. Sehr gerne. So, das sehr gerne, den ganzen Abend will ich schon darüber reden. Ich habe nur große Angst, dass wir da uns zu sehr erhitzen und dann wieder irgendwelche Ausschnitte von uns missbraucht werden, um darzustellen, dass du ein Arschloch bist und ich noch ein viel größeres. Lass sie machen. Aber jetzt haben wir uns, sind wir ein bisschen vorgeglüht, der Fuffi ist weg, die Alte auch, jetzt können wir loslegen. Ja. So. Egal, ja, egal wie ich denke, ja, der Umgang mit diesen Frauen im Internet war maßlos ungerecht, übertrieben, arrogant, aggressiv, sodass mir zum Teil die Spucke wegblieb. Allem voran Melnik, ja, der ist für mich, der muss gesperrt werden auf allen Plattformen. Der Typ ist ein Hetzer, das gibt's überhaupt nicht. Ja. Der postet auf einem, wie du ihn auch interpretieren willst, ja, auf einen Friedensvorschlag, eine Karikatur, in der die Frauen, die dort sprechen, als Schlampen bezeichnet. Kann so ein Typ Stellvertreter eines Landes sein, dessen Werte ich verteidigen soll? Kann so ein Typ hier in Deutschland gehört werden, ohne dass man sagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Wir haben dir eine Heimat geboten, wir unterstützen dein Land im Krieg gegen Russland, wir liefern euch Waffen, obwohl es einen großen Diskurs in unserem Land gibt und die Gesellschaft gespalten ist, wir erklären uns solidarisch und in jedem zweiten Eintrag kommt, na, ihr Deutschen, ihr macht, dann hau doch ab. Dann schick doch deinen Sohn an die Front oder wen auch immer. Es ist wirklich, und das mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer war für mich echt der Gipfel, wo ich gedacht habe, ey, es hackt, Alter, es hackt. Die haben eine Friedensinitiative, die wollen eine Demo machen. Da kannst du diskutieren und sagen, nein, das bringt nichts, mit Putin kann man nicht reden, ist der Aggressor. Können wir jetzt alle Stichworte rausholen und wiederholen. Aber es wenigstens ernst zu nehmen, statt es zu verunglimpfen, würde uns doch besser anstehen als dieser Proletenumgang mit dieser Sache. Über Melnik muss man da nicht reden, der ist eine singuläre Figur. Da, genau, da bitte nicht Ukraine-Krieg einsteigen. Wir sind da vielleicht anderer Meinung. Da gebe ich dir recht. Ich ja, ne? Aber ich kann die, über Melniks Wortwahl brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich kann die Aggression, die Leute gegenüber dem Empfinden, was Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht da machen, sehr gut nachvollziehen. Echt? In der Wortwahl auch? Nein, 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 ich übernehme keinerlei Wortwahl. Ich kann verstehen, dass Leute darüber wütend sind, ja, das über das, was sie machen. Und ich halte diese, um da mal inhaltlich einzusteigen, ich halte dieses Manifest für Frieden. Für eine der verlogensten und niederträchtigsten Aktionen, die man in dem Zusammenhang machen kann. Und mein Respekt vor Alice, und ich werde jetzt mal kurz innerlich, du darfst auch gerne auch darauf eingehen. Ja, aber es geht wieder in den Ukraine-Krieg, dann streiten wir uns. Ich halte es überhaupt nicht für verlogen und niederträchtig. Ja, das ist doch schön, da sind wir nicht einer Meinung, das ist doch gut. Dafür sitzen wir doch auch hier. Ich halte es für eine Sorge, die man sehr ernst nehmen muss. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, dass wir alle für Frieden sind, ist nicht die Frage. Und dass man die Sorgen, die dahinter stehen, ernst nehmen muss, ist auch nicht die Frage. Doch, das ist die Frage. Wir sind nicht alle für Frieden. Es gibt eine Schicht in unserer Gesellschaft, die ist für Krieg. Die möchte ich kennenlernen. Ob direkt oder... Also ich bitte dich, also wer die Folgen seines Handelns nicht absehen kann, ja, oder sie verklärt, dadurch, dass er sagt, noch mehr Waffen führen zu Frieden, oder die Bild-Zeitung, die schreibt, diese Panzer retten Leben, der ist ein Demagoge, wie er im Bilderbuch steht. Zu Frieden führen nur Gespräche. Und es ist unmenschlich, und ich sage das, ich betone das nochmal, weil ich auch Angst habe, dass Radio 1 mich sonst rausschmeißt, ja. Ich stehe nicht auf der Seite der Russen, aber es ist unmenschlich so zu tun, als wäre ein russischer Toter weniger wert als ein ukrainischer. Das geht einfach nicht. Wir haben schon oft darüber gesprochen, du weißt, dass ich überhaupt kein Bellizist bin. Ich bin kein Freund der Waffenlieferung, ich bin auch kein Freund von Panzerlieferungen, das weißt du. Ja, das weiß ich. Das sage ich immer wieder und trotzdem halte ich es in der aktuellen Situation
leider für den wahrscheinlich einzigen Weg, um die Ukraine, und zwar nur deshalb, in eine Position zu bringen, in der sie auf Augenhöhe verhandeln kann. Und das kann sie im Moment nicht. Sie hat keinen Grund, mit Putin zu verhandeln, weil sie nicht in der Stärke ist. Und die Stärke erreicht sie erst, wenn Putin wirklich einen Grund hat zu verhandeln, der nicht darin besteht, am Ende ein Erfolgserlebnis zu haben und einen Teil der Ukraine zu bekommen. Das ist der einzige Grund, warum ich dafür bin, die Ukraine zu unterstützen. Der einzige. Ja, aber leider ist das unvollständig. Oh. Das stimmt aber nicht. Das stimmt einfach nicht. Es gibt Möglichkeiten zu verhandeln und es gibt Möglichkeiten, auf die Forderungen derjenigen einzugehen, die an diesem Konflikt beteiligt sind. Und immer so zu tun, als würde Putin nicht verhandlungsbereit sein, ist schlicht und einfach nicht richtig. Wenn er verhandlungsbereit wäre, würde er den Krieg beenden. Dann wäre er verhandlungsbereit. Dann würde er sagen, Leute, ich lasse das bleiben. Ukraine ist Ukraine. Jetzt sind wir noch in der Diskussion drin. So. Aber jetzt fangen wir, dann lass uns bitte nur eine Sache bedenken, ja, und das ist das, was mich am meisten ärgert in dieser ganzen Diskussion. Ja, ich gebe dir recht, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, der ausweglos erscheint und die Fronten haben sich verhärtet. Ja, gebe ich dir recht. Aber davor gab es viele Möglichkeiten zu verhandeln und da war nicht Putin derjenige, der die Verhandlung ausgeschlagen hat, sondern da waren auch viele andere daran beteiligt, die kein Interesse hatten, weil sie andere Interessen hatten, nämlich die Ukraine auf ihre Seite zu ziehen und Waffen dorthin zu exportieren und sich indirekt als Konfliktpartei zum einen rauszuhalten aus diesem Konflikt, aber zum anderen diesen Konflikt auch weiter zu schüren. Und wenn man das nicht sieht, dann sieht man nicht, was die Ursachen dieses Krieges sind. Und wenn man die Ursachen dieses Krieges nicht sieht, kann man auch seine Folgen nicht bekämpfen. Das ist ganz einfach. Das ist mir, nein, das geht mir in eine Richtung, die ist mir zu irrational. Der Grund für diesen Krieg besteht darin, dass Putin einzig und allein ein ethnisch-russisches gesäubertes Reich herstellen will. Das ist der Grund, warum er diesen Krieg führt. Er möchte definieren, wer oder was zu Russland gehört. Und schon in seiner perfiden Rede, dass die Ukrainer ein Brudervolk seien, hat er definiert, wer festlegt, wer wohin gehört. Was die Ukrainer sind und sein wollen, das legt nicht Putin fest. Das legen die Ukrainer fest. In dieser demagogischen Rede hat er schon klar gemacht, worum es geht. Und ich glaube, wir müssen, ohne dass wir in Kategorien wie gut und böse denken und wer hat welche Interessen. Dass es Waffenlieferungen gibt, dass davon die Waffenindustrie aufs Brutalste profitiert, keine Frage. Aber der Anlass, der Grund für diesen Krieg ist ein anderer und der liegt bei Putin. Der liegt im Jahr 1991 im Zusammenbruch der UdSSR, im Zusammenbruch der Sowjetunion, was er selbst in Dresden als Außenposten, als KGB-Außenposten mitbekommen hat. Es geht um den Verlust und da sind wir in einem ganz zentralen Punkt. Und mir geht es wirklich darum, wenn wir einen neuen Punkt, ich habe Lust drauf. Ich will ein Beispiel dafür geben, wie wir konstruktiv miteinander reden können. Genau, wenn wir einen neuen Punkt aufmachen wollen, dann wäre es für mich dieser, den ich einmal versuche zu erklären. Und der versucht, sich wirklich zu bewegen in einem Feld jenseits von Gut und Böse und so gut es geht in diesem Konflikt, um am Ende auch darauf zurückzukommen, warum ich Wagenknecht und Schwarzer so zutiefst ablehne, perfide und menschenverachtend finde mit ihrem Pseudomanifest für Frieden. So, und zwar das, was ich sehe, ist, was Putin damals erlebt hat, das war sozusagen sein Point Zero. Das war der Moment, wo er sah, da bricht was zusammen, eine Macht, die die Welt hätte auslöschen können. Er auf dem Dresdner Außenposten als KGB-Agent. Putin hat bis heute nicht verstanden, dass es Menschen gibt, die anders denken als er. Er denkt als Agent, er denkt als KGB-Agent, als Geheimdienstler in Kategorien von Verrat und Niederlage, von Sieg und von Nichtsieg. Er sieht nicht, dass Menschen auf die Straße gehen, um gegen ihn zu demonstrieren. Die erste Frage, wenn jemand etwas gegen ihn tut, ist, wer hat diese Leute geschickt? Der Typ ist Verschwörungsideologe. Und zwar aus tiefstem Inneren. Und zwar nicht im oberflächlichen Sinn. Ja, der ist halt der glaubt an irgendwelche, an Bill Gates. Nicht in dem Sinn, sondern er glaubt, alles, was passiert, ist von irgendeiner Stelle gelenkt. Das ist sein tiefes Denken. Das ist seine Denkstruktur. Ja, aber das ist Interpretation. Und nein, das ist alles, und lass mich kurz sagen. Spekulativ. Nein, das hat er ja selbst in seinen Reden gesagt. Ja. So. Und wenn wir diesen Krieg verstehen wollen, dann ist es sein Ansatz, dann ist es Putins Ansatz, ein Russland wiederherzustellen,
Er ist gefangen in Verschwörungsideologien vom Untergang Russlands. Er glaubt in alten Reden an 500 Millionen Russen. Im Jahr 2020, 2030 sieht nur noch 180 Millionen. Natürlich gab es einen massiven Bevölkerungsschwund, gerade in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland. Das gab es. Er ist verfolgt davon, dass die Aber Welt... Warum interpretierst du jetzt den Putin die ganze Zeit? Weil es wichtig ist, das zu verstehen. Du weißt gar nicht, ob es so ist. Nimm doch die Fakten. Ich nehme Fakten. Die sind keine Fakten. Das doch, ich nehme Fakten. Er spricht von 500 Millionen Russen. Nee, Fakten sind, dass die Amerikaner 800 Militärbasen rund um Russland haben. Darum geht es nicht. Doch, darum Nein, geht es. Das ist Doch. Das gleiche verschwörungsideologische Denken. Es ist am Ende ein Stellvertreterkrieg der USA. Drop it. Nein, wait. Pass auf, lass uns noch mal ganz strukturiert anfangen. Russland hat offensichtlich Angst. Ja, Putin hat Angst. Ist diese Angst berechtigt? Nein. Warum? Nein, ist sie nicht. Warum? Warum ist sie nicht berechtigt? Warum? Wenn die Amerikaner 800 Militärbasen haben, wenn sie in Afghanistan, in der Ukraine, übrigens 7 Jahre vor Beginn dieses Krieges, ukrainische Offiziere und Soldaten ausbilden und ihnen amerikanische Orden verleihen, was in keiner Armee der Welt üblich ist, dass ein fremder General einem anderen General einen Orden verleiht, haben die Amerikaner dann Interessen, vor denen die Russen Angst haben müssen, ja oder nein? Nein, haben Warum sie nicht. Nicht? Warum sollen die Amerikaner Interessen haben, vor denen die Russen Angst haben? Haben die Amerikaner keinerlei Interessen? Putin ist derjenige, der die Ukraine zum Bauernopfer machen will. Und die Ukraine ist das Land, an dem sich alles entzündet. Okay, deine Theorie, dass Russland das expansive es. Politik betreibt, hat Russland sich als ist wahr Absolut. Nein, Russland ist gesagt, eine, Putins Russland ist eine imperiale Macht, der es ausschließlich gesagt, Putin um Größe will und Bedeutung geht. Und die baltischen Staaten angreifen. Bitte? Du hast gesagt, als nächstes wird sich Putin Moldawien, Polen und die baltischen Staaten... Potenziell. Hat er das gemacht? Hat er bisher nicht gemacht. Der ist ja auch gerade in der Ukraine scheiße beschäftigt und kriegt nicht mal das auf die Reihe. Nein. Das ist ja aber das in ist ein dem Witz. Moment... Das ist ein Witz und das ist ein guter Witz. Aber, nee, aber in das, dem Moment ist er ja wirklich... Darum, es geht nicht, dass du, er das gleichzeitig macht. Nicht, du antwortest mir nicht ehrlich. Haben die Amerikaner bisher in der Weltgeschichte der letzten 100 Jahre keine geopolitischen Interessen gehabt? Natürlich haben sie die gehabt. Natürlich und was bedeutet das, wenn man... Was bedeutet das ist aber das gleiche Argument wie, ja, der Westen ist ja auch dekadent und verlogen. Natürlich ist er Nein, dekadent der Westen und verlogen. Ist aber genauso imperialistisch wie Russland. Noch viel schlimmer. Der sogenannte Westen geht seit Jahrzehnten über Menschenrechte hinweg, über sogenanntes Völkerrecht. Der Westen bombardiert Zivilbevölkerung in Ländern wie dem Irak, dem Iran, über übrigens Flugzeugträger, die vor dem Iran im Persischen Golf lagen, in Jugoslawien, ob dieser Konflikt jetzt gerechtfertigt war und Milosevic ein Schlechter war, ja oder nein. Aber die Amerikaner verfolgen doch seit Jahrzehnten ihre eigenen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste und sie okkupieren Länder und überlassen diese Länder dann sich selbst, wenn sie merken, dass es ihnen Schaden zufügt. Natürlich, und dann bombardieren sie sogar mit Drohnen. Natürlich. Ja, Obama, unser Friedensnobelpreisträger, hat Alles Afghanistan richtig. Mit Drohnen bombardiert. Alles richtig. Nächstes Beispiel. Aber das führt zum Völkerrecht viel. Geht. Ja, aber du stellst viel. Die Amerikaner ja so dar, als hätten sie keine geopolitischen Interessen. Natürlich haben sie und die. Als das würden ich sie Russland gesagt, nicht schon längst umzingelt haben. Aber das führt doch nicht zum Ziel. Das ist doch die gleiche. Jetzt führen wir die alte Debatte. Ich habe versucht, einen neuen Punkt zu machen. Nein, aber erstmal müssen wir die Fakten sehen. Weil dir geht es Fakten Nein. sind, es sind 800 Militärbasen, die Russland umzingeln. Das ist das und die alte, Ukraine... Ja, das ist die alte Sarah-Wagenknecht-Argumentation. Nein, das ist keine Argumentation. Amerika, es ist ein Stellvertreter das ist keine Argumentation. Gegen Russland. Und das ist nicht der, darum geht Nein, es Nein, das ist keine was, Argumentation. Was der Westen getan hat, was du beschreibst, ist absolut richtig. Und was Na, du gemacht natürlich. Hast, ist, du hast nur psychologisiert. Du hast nicht ein Argument dafür gebracht, dass die Russen, ich habe eben ganz deutlich gesagt, ich bin auch dagegen, dass die Russen in der Ukraine einmarschiert sind. Aber ich versuche, die Ursachen zu verstehen, damit ich die Folgen bekämpfen kann. Und die Ursachen werden von den Leuten wissentlich nicht verstanden, weil sie ein Feindbild brauchen. Und das Feindbild ist mittlerweile so russophob, wie Putin das in seinen schlimmsten Reden sagt. Aber du brauchst doch selber ein Feindbild. Du brauchst die USA als Feindbild. Ja, du brauchst Moment. Du so, wie du es tust. Moment, ich habe zwei Feindbilder, nicht eins. Du hast eins. Nein, ich habe gar keins. Doch. Das ist der Punkt. Doch. Nein. Ich habe kein Feindbild. Ich versuche, was du mir als Psychologisierung vorwirfst, ich versuche zu verstehen, warum Putin so agiert, wie Putin er agiert. Putin sagt, warum er ich, so agiert. Ich, das sagt er. Ich halte Putin... Ich krieg's auch so hin. Hau hier einen auf die Fresse mit, ey. Das musst du auf Englisch sagen.
Komm, ich habe noch einen Fuffi in der Tasche. Also. Dieses Reingerotze. Ey, was soll dieses Reingerotze? So könnt ihr das mal lassen? Lass dich nicht irritieren, macht gerade viel zu viel Spaß. Ich bin doch hier nicht Angestellter, dieser Pisser. Nein, halt die Fresse, interessiert keinen. Mann, ey. Jetzt wird's nass. Entschuldigung, russische Invasion. Du hast schon zwei Feindbilder, kein drittes. Das Glas ist kaputt. Ich trinke da jetzt draus. Du musst 50 Euro dahin bezahlen. Jetzt los. Zeig's. So, wir waren im Thema. Lass das war wie Thema. Bei einer NDR-Talkshow, ne, mit der Axt. Die Axt, du musst die Axt holen, sonst hat es nicht den Charme. Emotional. Lass uns beim Thema bleiben. Lass uns nicht irritieren. Ja. So, pass auf, ich versuche, jenseits von Gut und Böse, ohne Feindbild, zu verstehen, warum Putin so agiert, wie er es tut. Ja. Und ich glaube, dass das, was wir hier erleben, ein Kampf um Identität ist. Und das ist das, was wir jeden Tag erleben. Und darum geht es. Beidseitig. Und ich habe keine Lust aufzurechnen, die USA haben und die haben und die haben. Putin hat sich über viele Jahre erfolgreich inszeniert als jemand, der das Opfer sein wollte. Oh nein. Doch, nein. Es war eine ganz bewusste Inszenierung und das haben wir oft besprochen, indem er den Westen immer wieder ironisiert parodiert hat. Er hat ganz bewusst gesagt, hey, wenn die Amerikaner im Irak einmarschieren und dort Chaos hinterlassen, was sie getan haben, da stimme ich dir völlig zu, dann können wir das gleiche auch in Syrien machen. Das war nichts anderes, als aus der Opferposition heraus das zu kopieren, was die USA gemacht haben, nur ironischer und sich in die gleiche Position zu bringen. Nichts anderes war es. Was ich versuche, und jetzt lass mich diesen Punkt einmal machen und dann kannst du mir Psychologisiererei vorstellen, aber ich glaube, wir müssen, wenn wir versuchen wollen, eine Position zu erreichen, die nicht in Freund-Feind denkt, dann müssen wir in anderen Kategorien denken und seien es psychologische und es ist keine Unterstellung, sondern ausschließlich das, was Putin selbst gesagt hat. So, und um jetzt den entscheidenden Punkt zu machen, worum es mir geht, ist, Putins Ziel ist eine Rehabilitierung dessen, was das russische Reich ist. Es geht ihm um Größenwahnsinn. Und das ist das Einzige, was ich daran kritisiere, dass er versucht, eine Form der Identität wiederherzustellen, von der er glaubt, dass es die richtige sei. Und es ist eine ethnisch gesäuberte Realität. Und das, was er getan hat in den vergangenen Jahren, jetzt kommt der Punkt, warum ich Wagenknecht und Schwarzer für die verlogensten halte, die es in dem ganzen Spiel gibt, zu behaupten, man sei für Frieden. Man sei, und gleichzeitig zu sagen, man sei für einen sofortigen Frieden, man müsse jetzt reden, man müsse eben sich mit Putin an einen Tisch setzen. Das ist eine Verhöhnung aller Opfer dieses Krieges in der Ukraine, ganz egal, wie man zu welcher Seite steht. Es ist unmenschlich, es ist so barbarisch und an der Grenze dessen, was Putin selbst tut. Diese Friedensengel sind nichts anderes als das, was Putin tut. Und sie reden ihm das Wort, weil sie genau das in den vergangenen Jahren erstaunlicherweise gesagt haben, was auch Putin gesagt hat. Nämlich Hass auf Leute, die aus dem Ausland kommen. Wagenknecht hat seit Jahren gesagt, wir brauchen keine ausländischen Fachkräfte, wir brauchen Deutsche. Es ist die gleiche ethnische Säuberung, für die Sarah Wagenknecht an der Grenze zur AfD seit Jahren steht. Es ist homophob. Es ist transphob, was Alice Schwarzer macht, was Sarah Wagenknecht macht und darin übrigens in Übereinstimmung mit dem, was Putin macht. Und ich glaube, es handelt sich hier um eine ganz gefährliche Identifikation mit dem Aggressor im Glauben, man sei im Grunde selbst jahrelang das Opfer gewesen in seinem Kampf und jetzt endlich hat man einen, mit dem man sich verbinden kann, weil der hat sich ja auch genauso bedroht gefühlt wie man sich selbst. Und deswegen wollen die nicht Frieden. Sie behaupten es nur. Und dabei spielen sie Putins Spiel. Und das ist das Verlogene, was ich so verachte daran. Ja, wenn man den Arsch im Warmen hat, kann man so reden. Dann kann man auch klatschen. Super, easy von hier so. Easy. Du hast den Arsch auch im Warmen. Ja, aber ich sage, ich will keine Waffen in die Ukraine schicken. Also pass auf. Wir rollen das mal anders auf, ja? Die niederträchtigsten und verlogensten und hinterhältigsten in dieser ganzen Geschichte sind die Deutschen. Ja, die Deutschen, die ihre Wiedervereinigung sich ergaunert haben, weil sie Russland damals versprochen haben, dass es keine EU-Erweiterung geben wird. Was meinst du, was Länder, die im Warschauer Pakt waren, als allererstes wollen, wenn der Warschauer Pakt nicht mehr da ist? Die wollen in die EU und die wollen in die NATO. Das ist keine freiwillige Entscheidung, das ist ein Zwang aus Angst. Die wollen nie mehr wieder mit Russland irgendwas zu tun haben. Dass aber die EU
der Ukraine 2014 die Versprechung gemacht hat und die Leute auf den Maidan getrieben hat und die Leute da abgeschossen wurden von irgendwelchen Polizisten in mehreren orangenen und gelben und grünen Revolutionen, hat hier niemanden interessiert, der seinen Arsch im Warmen hatte. Da hat man die Leute verrecken lassen. Und da war auch nicht Putin da und irgendein Teufel, den man an die Wand malen musste, sondern da gab es nur Interessen. Nämlich die EU-Erweiterung in Richtung Osten und die NATO-Erweiterung, damit die Vormachtstellung, die Machtstellung der USA erhalten bleibt. Und der einzige Schlüssel dazu war, Russland so zu destabilisieren, dass Russland nie mehr wieder eine Chance haben würde, sich den Amerikanern oder wem auch immer in den Weg zu stellen. Und mit dieser Regionalmacht Russland, mit der man dann nicht gesprochen hat, hat man sich's gründlich verscherzt. Diesen fruchtbaren Dialog, den es mit Putin gab, als er im Bundestag gesprochen hat, die Hand, die man ihm ausgestreckt hat, die er angenommen hat, weil er sogar auf Deutsch im Bundestag gesprochen hat, all das ist vergessen. All die Bemühungen, die Russland gemacht hat, um auf die Deutschen auch zuzugehen und eine europäische Einigung zu erzielen, die auf Augenhöhe ist mit Russland, all das ist vergessen. Und jetzt beschränkt man sich darauf, dass angeblich die Russen einen Überfall gemacht haben, der nicht geplant war und nicht provoziert war. Was ist denn im Donbass passiert? Wie viele Leute sind denn 2014 bis 2018, 19, 20 im Donbass gestorben? Und nicht, weil Russen dort interveniert haben, sondern weil Freischärler und Guerillas mit westlichen Waffen Russen umgebracht haben. Und dass man das nicht thematisiert und dass man nicht von Anfang an gesehen hat, dass das auf eine Eskalation zuläuft, die mit einem, und jetzt gebe ich dir recht, Psychopathen wie Putin, egoman, chauvinistisch, national verblendet, selbst Russland besessen, zu einem solchen katastrophalen Ergebnis führen würde, das hätten alle Politiker im Westen wissen müssen. Und sie haben es wissentlich provoziert. Und das Schlimmste ist, dass sie die Ukrainer damit ins offene Messer haben laufen lassen. Und sie tun es immer noch. Sie versprechen ihnen Panzer. Wo sind die Panzer? Sind sie da? Das wird ein Jahr Lieferzeit brauchen und dann kommen da 10 Panzer an, die keiner fahren kann, weil er keine Ausbildung hat. Wo sind die Waffen, die sie geschickt haben? Wo sind die Abwehrsysteme, die die Ukrainer brauchen? Ich habe es schon mal gesagt. Wenn die Deutschen die Ukraine unterstützen wollen, wenn die Europäer wirklich Interesse daran haben, dann muss die Ukraine sofort EU-Mitglied werden. Dann muss die Ukraine sofort in die NATO aufgenommen werden. Und dann müssen europäische und NATO-Truppen sich gegen Russland stellen. Und wenn das passiert und wenn das eine intellektuelle Mittelschicht in Kauf nimmt, dass das passiert, dann sind wir in den Arsch gefickt. Ja? Und da kannst du, sorry, ich bin jetzt genauso emotional, wie du das auch warst. Ich versuche trotzdem nochmal zurückzukommen. Da können wir noch so viele Argumente aus der Sicherheit unseres Verstecks hervorbringen und Narrative wiederholen vom bösen Putin und dem gerechten Kampf der Ukrainer um unsere Werte. Das alles bringt nichts, weil am Ende zählt nur, wie viele Menschen sterben dort sinnlos, Tag für Tag. Und wir sind mittlerweile bei 6-stelligen Zahlen. Unschuldige Männer, egal welchen Pass sie haben, verlieren dort ihr Leben. Und ich habe schon mal gesagt, ich will, dass das weder mit deutschen Waffen passiert, ich will nicht, dass es mit amerikanischen Waffen passiert, sondern ich will, dass eine europäische Friedensinitiative, gebildet von Frankreich, England, Deutschland, Italien, Spanien, der Türkei, allen Präsidenten, die es gibt, inklusive Israel und Amerika, dorthin fährt und an der Tür klopft, meinetwegen die Tür einschlägt. Und sagt, wir wollen Frieden. Was müssen wir tun, damit es Frieden gibt? Welche Bedingungen stellt ihr uns? Und nicht, wie Zelensky sein Parlament dazu auffordert, Verhandlungen mit Russland kategorisch zu verbieten. Das ist doch die Gegenseite. Die Ukrainer sind doch gerade diejenigen, die nicht mehr verhandeln wollen, weil sie die Ahnung haben, dass die Europäer so dumm sind, sie so lange mit Waffen zu füttern, bis sie selbst Kriegspartei werden. Und dann Gnade uns Gott, ich sag es, du magst Sarah Wagenknecht nicht, ich bin auch kein Fan von ihr, aber sie hat in manchen Dingen einfach recht. Wir haben mit diesem Krieg nur bedingt was zu tun. Wir können der Ukraine wieder Aufbauleistungen gewähren. Wir können Milliarden in dieses Land pumpen. Wir können den Ukrainern sagen, kommt nach Deutschland. Wir geben euch eine Fluchtmöglichkeit. Aber indem wir Waffen dorthin schicken, verlängern wir den Krieg. Er ist doch jetzt schon ein Jahr lang und es ist nichts passiert. Ist das nicht jedem klar, der hier sitzt? Was passiert denn, wenn wir nichts tun? Was ist denn die Alternative? Was passiert denn dann? Es ist nicht nichts tun, worüber ich spreche. Es ist
eine Friedensinitiative bedeutet. Eine Friedensinitiative. Du kannst keine Friedensinitiative machen, wenn das Opfer, das überfallen wurde, keinen Grund hat, darüber zu verhandeln. Es ist keine Basis. Das ist doch die Scheiße. Es ist keine Basis. Worüber willst du denn verhandeln? Wenn eine wenn du jetzt anfängst, eine Friedensverhandlung zu beginnen, was willst du der Ukraine denn bieten? Was willst du ihr bieten? Was willst du denn machen? Welches Interesse hat denn ein Land, das angegriffen wurde, an Friedensverhandlungen? Welche denn bitte? Was sollen sie sagen? Ja, komm, hier, nimm mal einen Teil der Ostukraine, alles gut, dann ist Frieden. Ja, komm, ja, es ist, und dann... Nein, das ist nicht die Basis. Wir haben keine Basis für Friedensverhandlungen. Wenn überhaupt, und das weiß jeder, der sich mit Politik beschäftigt hat, wenn eine Friedensverhandlung erfolgreich sein soll und wenn ein Friedenskompromiss und ein Friedensvertrag tragfähig sein soll, was schon in schwierigeren Situationen nicht der Fall war. Wenn das tragfähig sein soll, dann müssen beide Seiten ein Interesse daran haben, dass sie sich gewertschätzt fühlen. Und die Ukraine hat kein Interesse, sich gewertschätzt zu fühlen, weil sie überfallen wurde von Putin. So, wo soll da die Grundlage für Friedensverhandlungen sein? So sehr ich dafür bin. Und deswegen ist es, was du sagst, einfach illusorisch. Das klingt schön. Ja, wir fahren da alle hin, wir wollen alle Frieden. Ja, wo ist denn die Grundlage? Ich möchte auch Frieden, sofort. Und ich möchte die Ukraine nicht verteidigen. Das war ein korruptes Land, dass eine Scheißrolle gespielt hat vorher. Ich bin keiner, der hier sitzt und die Ukraine verteidigt. Aber sie sind die fucking Angegriffenen. Sie sind die Angegriffenen, die so lange unterstützt werden müssen, bis sie in einer Position sind, in der es Friedensverhandlungen geben kann. Jede Friedensverhandlung jetzt ist nichts anderes als eine Bestätigung von Putins Politik. Wenn man den dekadenten Westen nur lange genug mit Krieg erpresst, dann machen die Idioten, okay, was sie wollen, was ich will. Dann fahren sie nämlich dahin und am Ende kriege ich, was ich will, nämlich einen Teil der Ukraine, weil ich gesagt habe, die Ukraine gehört zu Russland. Okay, das ist das Ergebnis. Und deswegen können wir es nicht machen, so gerne ich will. Ich habe eine Frage. Erstmal, es ist nicht nur ein korruptes Land, sondern es ist auch ein Land, in dem es extrem viele Nazis gibt. Ja? Und nicht nur gibt, sondern auch gab. Wir müssen die Bandera-Geschichte nicht aufrollen. Da sind wirklich auch eine Menge Juden ermordet worden, von denen heute gar keiner mehr spricht, wenn es um die Verteidigung unserer Werte geht, wo wir ja schon eine historische Verantwortung haben, zu sagen, mit denen machen wir keine gemeinsame Sache, sondern wir halten uns möglichst neutral beziehungsweise raus. Andere Frage, um die Interessen des Westens nochmal deutlich zu machen. Wenn Minderheiten in einem Land leben, ja, und unterdrückt werden, dann ist der Westen der Erste, der dieses Land anklagt und sagt, zum Beispiel wie in der Türkei, ihr unterdrückt die Rechte der Kurden, ihr unterdrückt die Rechte der Armenier. Weißt du übrigens, dass die Ukraine nicht ein Nationalstaat ist, in dem nur eine Völkergruppe lebt? Weißt du, dass da ganz viele Russen auch leben, 40%? Oder lass es 30% sein. Was ist mit deren Rechten? Sind die geachtet worden in der Zeit, als die Überfälle waren, von denen ich gesprochen habe? Und warum gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, dann lass uns doch eine Volksabstimmung machen unter der Aufsicht der UN und nicht fingiert von Putin, was ein Skandal war, sondern die UN beaufsichtigt diese Volksabstimmung und wir respektieren dieses Ergebnis. Das war in anderen Ländern übrigens auch so. Im Saarland war das genauso, im Elsass war das genauso. Es ist möglich, sowas zu machen, ohne diesem Narrativ zu erliegen, da hat jemand ein Land über fallen und wenn wir dem jetzt geben, was er will, dann tut er auch, was er will in anderen Fällen. Nein, das ist nicht so. Es gibt hier eine Verhandlungsmasse. Es gibt die Frage, darf die Ukraine Mitglied der NATO werden? Wer entscheidet darüber? Kann der UN-Sicherheitsrat da nicht mitbestimmen? Gut, da hat Russland eine Vetostimme. Aber das ist nun mal im UN-Sicherheitsrat so. Das war übrigens auch so, als die Amerikaner den Irak bombardiert haben und sie mit ihrer Vetostimme vieles blockiert haben. Kann man nicht andere Dinge zum Beispiel, was zu den Gesprächen gehört, wie der EU-Beitritt, die Wiederaufbauprogramme etc. und zumindest erstmal aufhören, Waffen zu liefern. Ja, zumindest erstmal aufhören zu sagen, wir müssen noch mehr Waffen da reinpumpen, mit der Illusion, dass der Krieg dann beendet würde. Entweder, ich sag's nochmal, dann gib ihnen richtige Waffen und so viele, dass sie sich wirklich verteidigen können. Oder sag, unsere Grundsätze verbieten uns, daran teilzunehmen. Deswegen können wir euch leider nicht mehr helfen, als dass wir sagen, flüchtet zu uns und wir geben euch Geld, dieses Land wieder aufzubauen. Und wir verhandeln mit Putin, aber wir geben euch keine Waffen. Das ist das, was ich meine. Nein, es geht eben nicht um Schwarz-Weiß. Der Weg liegt dazwischen. Und da muss man wirklich sagen, da bin ich Olaf Scholz dankbar, dass er sehr reflektiert
Und so, du weißt, wie wenig ich von ihm halte. Aber dass er bei diesen Waffenfragen sehr reflektiert und bedacht ans Werk geht. Der ist doch komplett in die Falle gelaufen. Es ist ein, nein, die Polen haben gesagt, wo liefern jetzt die Polen Panzer? Es ist ein Graubereich. Du kannst nicht sagen, wir liefern alles oder wir liefern nichts. Die haben gesagt, die Polen haben der Lieferung der deutschen Panzer zugestimmt, um selber keine zu liefern. Es geht darum, dass man ein angegriffenes Land nicht verrecken lassen kann. Und wenn du sie nicht unterstützt, dann musst du so ehrlich sein, wie es Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer sein sollten. Nämlich zu sagen, wir sind der Auffassung, ihr solltet euch nicht mehr wehren. Und diesen Ethos entdeckst du jetzt erst, dass man angegriffenes Land unterstützen muss? Wir musst du ja machen nichts, lass mich ausreden, wir machen nichts, verreckt, wie ihr wollt. Das ist deine ehrliche Argumentation wäre, Ukrainer, ihr seid uns scheißegal, ihr seid überfallen worden, wir müssen Friedensverhandlungen haben, es ist uns scheißegal, was mit euch passiert, aber wir sind der Auffassung, da ist einer in eurem Land, der hat da nichts verloren, aber ihr solltet bitte kapitulieren, verreckt in Ruhe, egal was mit euch passiert. Das wäre der ehrliche Satz. Nee. Ihr seid uns scheißegal. Das ist zynisch, was du sagst. Sag nicht den Ukrainern, sie sollen verrecken. Das ist zynisch. Das ist doch der Satz. Das ist doch Kapitulation. Das ist doch das, was Wagenknecht und was diese ganze Fraktion will. Ach, sie wollen Kapitulation. Sie wollen, dass sie aufgeben. Beispiele auch mit, hätten sich die Juden damals ergeben sollen, wäre es dann besser gelaufen. Das ist so hergestellt alles. Wir haben eine komplett andere Situation. Wir haben eine komplett andere Vorgeschichte. Wir haben einen imperialen Aggressor, bei dem Appeasement. Ja, aber wir haben auch Atombomben. Wir haben auch 6000 Atombomben auf russischer Seite und wir haben einen Typen an der Macht, der bereit ist, diese einzusetzen. Das ist ja der letzte Populismus. Ja, dann kommt er mit der Atombombe. Ja. So, und der Motto, weil einer eine Atombombe hat. Das Problem ist nur, wenn er damit kommt und du dich irrst, haben wir keine Zeit mehr, das festzustellen. Das ist der Punkt. Dann seid ihr ehrlich und sagt, so, Ukrainer, ja, Pech gehabt. Nein, ich gebe es zu. Werdet ein Teil von Russland. Tut nicht wie Sarah Wagenknecht so, als hättet ihr Angst. Ihr habt nämlich keine Angst. Ihr habt überhaupt keine Angst. Ich habe Angst. Nein, hast du nicht. Und das kannst du mir doch nicht absprechen. Nein, du argumentierst nicht aus Angst. Ich habe Angst vor einem Atomkrieg. Und wir waren selten so nah an einem Atomkrieg wie darum jetzt. Darum geht es im Moment überhaupt nicht mehr. Darum geht es im Moment überhaupt nicht mehr. Ja, das ist Arroganz. Das ist Arroganz und Dummheit leider. Nein, wie unterstützen wir die Ukraine so, dass sie sich wehren kann und dass sie in eine Verhandlungsposition kommt, in der sie verhandeln kann. Und die eine Verhandlungsposition ist, in der sie am Ende ein Interesse hat, einen Kompromiss zu herbeizuführen. Okay. Dahin müssen wir kommen. Panzer reichen nicht. Nichts anderem. Panzer und dann sofort Friedensfahren. Panzer reichen nicht. Kampfflugzeuge reichen nicht. Hoffe nein. U-Boote? Hoffe nein. Hoffe nein. Was ist, wenn es nicht reicht? Was ist dann? Gib mir eine Antwort. Was ist, wenn es nicht reicht? Dann werden wir sehen, was wir tun. Wow, da habe ich Bock drauf. Ich werde nicht über die Zukunft reden. Ich sage nicht, was richtig ist und was nicht. Ich gucke mir an, was passiert und bewerte das, was passiert ist, im Nachhinein. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand gegenübersteht, ja, der mir einen auf die Fresse hauen will, dann haue ich dem nicht zurück einen auf die Fresse. Dann sage ich, ey, lass mich in Ruhe oder was auch immer, ich flüchte dann. Und ich habe wirklich Angst und es mag feige sein, es mag nicht im Interesse der Ukrainer sein, whatever. Ich sehe nicht die Aufgabe der Deutschen darin, dort jetzt einzusteigen mit in diesen Krieg und immer weiter in der Spirale zu drehen. Sondern ich sehe in der Aufgabe der gesamten Menschheit, jetzt das Ding mal runterzufahren und wenn von Polemik zu befreien. Wenn ich sehe, um dein Beispiel zu Ende zu führen, wenn ich sehe, wie einer einen anderen angreift und diesen angreift und niederprügelt. Hast du das bei allen anderen Konflikten dann, auch gesagt? Dann unterstütze ich den so, dass er nicht noch mehr Opfer wird, als er schon ist und sage nicht, ach ja, dann muss er leider, ist blöd gelaufen, leider Krankenhaus, leider blöd gelaufen, leider zu kurzes Röckchen angezogen, leider überfallen worden, blöd ach, come gelaufen, on, dann come blöd on, gelaufen, das ist, nein, muss man leider, nein, bitte nein, das, ja, das sagst du doch gerade, dann flüchte ich, ja, dann sollen sie flüchten, dann sollen sie alle sterben. Das ist deiner nicht würdig, aber bitte, nochmal jetzt die andere Frage. Ist es nicht dann bis ins Tiefste verlogen, bis ins Mark verlogen, dass man jetzt so tut, als wäre das der moralische Wert, an dem wir uns orientieren, während wir jahrzehntelang all das ignoriert haben? Leute sind in Kriegen verreckt, ohne dass wir was davon mitbekommen haben. Und da saßt du nicht hier und hast das gesagt. Doch. Gibt es, Martin, lass mich das zu Ende. Das habe ich die ganze. Es muss doch so sein. Entweder es gibt ein grundsätzliches Bekenntnis zu Frieden, dann muss das aber für alle gelten. Ja, und nicht nur für einen und für einen Konflikt, in dem man sagt, ja, den suche ich mir jetzt mal raus, weil die Ukraine, das ist ja christlich und das ist uns irgendwie nah, ist ja auch nicht weit weg, sondern dann gilt das auch für den Sudan, dann gilt das für den Irak, dann gilt das für Libyen, für Afghanistan und sonst irgendwelche Konflikte auf der Welt. Das ist mir zu einfach.
Und den Arsch hier im Warmen zu haben und zu sagen, ja, wir engagieren uns jetzt für die Ukraine, bla bla bla, und alles andere zu ignorieren und sogar noch weiterzugehen und zu sagen, ja, da kommen hier Flüchtlinge hin, die unsere Werte nicht akzeptieren, und andere Flüchtlinge, die kommen hier hin, ja, bei denen ist das egal, das ist ungerecht. Das schreit bis zum Himmel, diese Ungerechtigkeit. Und ich ertrage das nicht. Und Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer so zu diskreditieren wegen einer Idee, die dir gefallen mag oder nicht, finde ich auch nicht in Ordnung. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Es steckt das Denken dahinter, dass ich fatal finde. Ich finde trotzdem, dass man respektvoll mit denen umgehen muss. Sarah Wagenknecht ist nicht so, wie du sie darstellst. Sie mag eine Populistin sein. Aber ey, ganz ehrlich, mir ist lieber Sarah Wagenknecht, sagt das, als die Wichser von der AfD. Und die haben die Lunte. Leider ist Sarah Wagenknecht sehr nah an der AfD. Sehr nah. Sie distanziert sich von der AfD. Ja, ja. Und warum ist das denn? Ey. Ich jetzt plötzlich distanziert Moment. Sie sich. Ansonsten hat sie hat seit Jahren das Narrativ der AfD bedient. Übrigens, wie Alice Schwarzer auch. Wenn ich ein Identitätsproblem habe, wenn ich ein Problem mit mir selber habe, wenn ich mit der Welt nicht mehr klarkomme, wie Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, weil sie sich verändert und weil ich alles Amorphe und alles Fließende zerstören will, genau wie Putin, dann gehe ich zum Therapeuten und mache keine Manifeste und zettle genau wie Putin keine Kriege an. Und dann löse ich ein Problem. Aber nicht so. Also, wir haben das selber gesagt, dass die AfD... Also erstmal ist die AfD eine Lügnerpartei. Ja, die machen, was sie wollen, und wenn sie merken, dass es ihnen Stimmen bringt, sind sie heute für Krieg und morgen gegen Krieg. Und wir haben selbst gesagt, dieser Elfmeter, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Wir haben uns darüber gewundert, dass die AfD nicht schon bei Corona diesen populistischen Weg gegangen ist. Und jetzt hat sie ihn leider entdeckt. Und man muss sagen, es ist durchschaubar. Die AfD ist keine Friedenspartei, die AfD ist auch keine Widerstandspartei gegen Corona, sondern die AfD ist eine Partei, die auf Macht aus ist. Und sie wird diese Macht missbrauchen. Und zwar ziemlich bald schon, wenn sie 30% bekommt und die anderen Parteien, die es verschlafen haben, ihr Widerstand zu leisten, merken werden, dass sie einen großen Teil der Bevölkerung von einem Diskurs ausgeschlossen haben, in dem die Bevölkerung nicht ihrer Meinung war. Ja, das wird passieren. Und das räumt die AfD gerade ab. Der Unterschied zur Linkspartei ist immer noch, dass die Linkspartei aus einem pazifistischen Umfeld kommt, so schlimm dieser Begriff auch behaftet ist mittlerweile, dass die Linkspartei eine andere Tradition hat. Und es kann Deckungsgleichheiten. Ey, ich habe auch kein Problem damit, dass manche Dinge, die ich sage, von der AfD genauso gesagt werden. Besser ich sage sie als die AfD, weil meine Absicht ist klar und gut, deren Absicht ist scheiße. Ja, und deswegen habe ich damit gar kein Problem. Und deswegen würde ich auch Sarah Wagenknecht niemals in einen Topf mit denen schmeißen. Das ist eine Frau, die aus einer durch und durch antifaschistischen Erziehung kommt. Das ist ein Schlag in ihr Gesicht. Nein, so es ist tun, nicht. Nein, sie bietet seit Jahren dieses Narrativ an. Und zwar wörtlich, zum Teil wortgleich wie die AfD. Erinnerst du dich? Sie möchte es auch. Das wollte sie schon mit ihrer Bewegung aufstehen. Sie ist auch nicht die Linke. Sie ist nicht die Linkspartei. Sie ist Sarah Wagenknecht und sie arbeitet seit Jahren auf eigenes Konto. Und du meinst, und sie ist rechts? Sie zahlt seit Jahren auf genau dieses Konto ein. Sie hat Geflüchtete gegen Geflüchtete aus dem Ausland gegen arme Deutsche, die kein Geld haben, ganz gezielt rhetorisch ausgespielt. Wenn die kommen, dann geht's auf Kosten unserer Armen. Das war ein ganz klar rechtsnationales Narrativ, das sie bewusst bespielt hat. Alice Schwarzer seit der Kölner Silvesternacht genauso. Das sind beides Personen, die ganz bewusst die Querfrontnummer spielen. Das sind keine Linken. Das sind Linke, die den Begriff des Linken pervertieren, um rechtsanschlussfähig zu sein. Die Waffenlieferung fordern, Sarah Wagenknecht wollte ganz bewusst Wähler von der AfD zurückholen. Das ist ein Satz, den wir beide bei Friedrich Merz verurteilen. Ja, der will Wähler von der AfD zurückholen, der ist halt selber AfD. Und genau das Gleiche machen Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer seit Jahren. Und ich habe keine Lust, es ihnen durchgehen zu lassen, weil sie sich mit früheren Meriten schmücken und so tun, als seien sie ja eigentlich Linke. Das ist noch viel gefährlicher, weil es eine neue Querfrontbewegung bedeutet. Also da müssen wir dann echt über links und rechts sprechen. Das ist ein langes Thema und da kann ich dir auch nur von mir aus sagen, ich habe auch da keine Berührungsängste mehr. Ich überlasse auch Friedrich Merz nicht mehr über Paschas zu sprechen und fehlgeleitete Integration, sondern ich kann als Teil dieser marginalisierten Minderheit sagen, ja, ein Teil dessen, was die CDU gerade sagt, stimmt. Ja, die Leute, die in Berlin geknallt haben, waren größtenteils migrantischer Herkunft. Und das sind Kinder, die aus sehr paternalistischen Familien kommen, in denen es keine Autorität gibt, die ihnen sagt, ey, du lässt das jetzt. Und die machen hier Halligalli, weil sie wissen, die Polizei ist überfordert. Das sind irgendwelche Leute, die bei Demos gegen Corona den Leuten mit dem Schlagstoff auf die Birne hauen und Wasserwerfer auf die Leute richten. Aber dann, wenn geknallt wird, Silvester sagen, ja, da können wir nichts machen, da haben wir Angst um unser Leben. Und da sind einige Dinge auch richtig. Ich habe überhaupt kein Problem mit Berührungsängsten zu
zur AfD. Wie gesagt, die AfD missbraucht diese Argumentation, weil sie durch und durch ausländerfeindlich und xenophob ist. Aber ich mache das, wenn ich es sage, weil ich glaube, dass auch ein interner Dialog zwischen den hier lebenden Migranten erforderlich ist, um den Leuten, die gegen sie sind, nicht die Argumente zu schenken. Und das passiert nicht. Und wenn eine Linkspartei das macht, dann ist es genauso gerechtfertigt, wie wenn ich das mache. Für mich ist sie dann noch lange keine Rechte. Und wenn du ihre Geschichte kennst und du hast ihr Buch gelesen, hast gesagt, das hat dir sogar sehr gut gefallen zu großen Teilen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt einen Teil in diesem Buch, eine Milieubeschreibung eines linken Milieus, eines linken Prenzlauer Bergmilieus, das sie ausgesprochen gut charakterisiert, sprachlich sehr fein trifft und gut analysiert. Ja, die gibt es. Brillant. Ich habe nie geleugnet, dass Sarah Wagenknecht hochintelligent ist, eine brillante Analytikerin ist, aber sie zieht gefährliche Schlüsse daraus, die auf die andere Seite einzahlen. Ich sage nicht, sie ist eine Rechte, aber sie nimmt es in Kauf und sie spielt das Spiel der AfD mit, sie spielt es nur elegant, weil sie zu schlau ist für den Idiotenverein. Das ist der einzige Unterschied. Also ich glaube, und das macht sie noch gefährlicher. Ich glaube, am Ende müssen wir überlegen, und wir haben jetzt ein gutes Beispiel dafür gegeben, wie wir rauskommen aus dieser Mühle. Und ich glaube, der einzige Weg rauszukommen ist zu versuchen, und jetzt kommt ein großer Bogen, nüchtern zu bleiben. Ja. Und vor allen Dingen sich nicht anstecken zu lassen. Also ich teile wirklich auch Dinge, die du sagst. Ich sehe auch den populistischen Anteil in der Strategie Sarah Wagenknechts, weil sie eine Machtpolitikerin ist. Sie will auch die Partei unterwandern und das tut sie sehr bewusst und sie macht es gezielt, indem sie Argumente der Rechten bedient. Da gebe ich dir recht. Aber ich würde den Teufel tun zu sagen, sie ist eine Rechte. Habe ich auch nicht gesagt. Und ich würde den Teufel tun zu sagen, ihre Friedensinitiative ist geheuchelt, gelogen, perfide, hinterhältig, sondern ich glaube, wir brauchen jetzt eine Friedensinitiative. Ob sie das macht, ob du das machst oder ob ich das mache, spielt für mich keine Rolle. Hauptsache, wir machen das. Das ist für mich das Wichtigste. Ich bin auch dafür, es zu machen, dann, wenn es für die Ukraine als angegriffenes Land eine Perspektive gibt, die einen gleichberechtigten Abschluss von Friedensverhandlungen ermöglicht. Und letzter Satz, wenn unsere Freundin im ersten Teil gedacht hätte, dass wir so viel Kabarett im zweiten machen, sie wäre geblieben. Danke für das Gespräch. Danke dir, es war wunderbar. Danke dir. Ja, danke. Das war's, oder? Geil, mein Lieber. Das war wunderbar. Schön. Super. Schön. Vielen Dank. Tschüss, Dank. Florian Schröder. Sarah Somunchu, Dankeschön. Und das nächste Mal wieder mehr Kabarett. Ja, 15. Mai sind wir wieder da. Danke euch, 15. Mai wieder hier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ciao.